Sir, was Sie da gehabt haben, ist das, was wir einen gefokusten, nicht-terminalen Wiederholungsphantasmus oder einen vollbeweglichen Klasse-5-Dunst nennen. Und einen echt ekelhaften dazu. Ich nehme einfach meine Mütze und drehe sie rum. Das ist ganz genauso, als ob man eine Maschine startet. Und in Paris kannst du dir bei McDonald's ein Bier kaufen. Und weißt du, wie die einen Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen? Ich habe Dinge gesehen, die ihr Mensch niemals glauben würde. Nicht doch. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Hm? Ich komme wieder. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Wolf, mit Etienne und erstmals mit David Brückner. Hey. Ein Regisseur, den wir jetzt hier schon ein paar Mal, sag ich mal, besprochen haben, beziehungsweise dessen Trailer wir gezeigt haben und so weiter und dessen Filme wir auch verlost haben, glaube ich. Und jetzt ist er endlich mal hier, weil du hast einen neuen Film am Start, Rapunzels Fluch 2. Also, ja. Aber darüber reden wir später noch. Vorerst einmal kurz, ja. Die Mats. Am 30. September ist Thomas Danneberg gestorben. Legendärer Synchronsprecher, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er war halt eine, nee, wenn die, sogar die Stimme meiner Jugend mit eben Synchronstimme von John Travolta, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Cody Jake haben wir eben gerade, Cody Jake Macker, auf jeden Fall, ja. Haben wir schon eben rausgearbeitet, Rutger Hauer, Terence Hill, Dan Aykroyd, ja, und so John viele, Cleese. John Cleese, ja. Ich meine auch Dennis Quaid. Ja. Dennis Quaid auch, auf ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerade hier in Dings, in Any Given Sunday, da spricht er auf jeden Fall. Spielt da Dennis Quaid mit? Das ist, ja, der Quarterback von den Miami Sharks. Dennis ist schon ein bisschen her. Den Jamie Foxx quasi ersetzt, der sich im ersten Spiel direkt den Rücken. Weiß ich gar nicht, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, tatsächlich. Muss ja? Mal wieder gucken. Ja, Dennis Quaid. Ja, Thomas Danneberg, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch so an die ersten Berührungspunkte auch erinnern mit ihm? Beziehungsweise. Also, ich glaube, bei mir war es tatsächlich Mad Mission, Cody Jack und John Cleese in Monty Python. Ja, mein ne? Vater hatte damals so eine VHS-Kassette mit hier, Die wunderbare Welt der Schwerkraft von Monty Python, als ich noch überhaupt noch nicht wusste, was das ist, was Monty Python ist. Das war eine völlig neue Art des Humors, die sich mir da aufgetan hat. Und ich weiß noch, dass dieser Film losging mit dem Ende, der direkt nach dem Vorspann kam. Also der Vorspann, das Logo kam und dann stand The End und danke. Und ich als Kind dachte wirklich, der Film ist vorbei. Ich dachte, was ist das für ein seltsamer Film? Ist nur der Anfang? Okay, mach ihn aus. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, mit 6 oder 7 Jahren vielleicht einfach mal 30 Sekunden den Film weiterlaufen zu lassen. Und dann kam der eben. Diese Erfahrung, irgendwann hat mein Vater mal aus der Videothek Jabberwocky mitgebracht. Ja. Und da war ich auch, weiß ich nicht, 6, 7, 8 irgendwie so. Und der Film war irgendwie, ich habe den nicht gecheckt, also der hat mich eher verstört, als dass der, mein Vater dachte halt, oh geil, irgendwie so ein Abenteuerfilm irgendwie. Und ich erinnere mich auch nur noch bruchstückhaft an den Film, aber das ist ja auch eher so ein crazy Film von Monty Python. Das ist eher so eine eben Drachentöter-Parodie, ne? Genau. Also ja. Ich habe mir den damals auch aus der Bibliothek ausgeliehen, weil ich halt gedacht habe, das wäre wie der Disney's Drachentöter. Irgendwie halt so ein Monsterfilm, ja? Klar. Beziehungsweise wir wussten damals ja nichts. Ja, ein Ritter muss halt irgendwie ein Monster zur Strecke bringen und dann reden die da die ganze Zeit nur und erzählen irgendeinen Quatsch und ich habe es nicht verstanden. Also ist ja, aber meine erste Berührung mit Danneberg war wahrscheinlich Terence Hill und Bud Spencer, weil ich die halt als Kind ohne Ende geguckt habe und Terence Hill-Fan war. Also Terence Hill war für mich ein absoluter Held. Und nicht zuletzt auch, weil er so lustig war und so lustig gesprochen ist. Und wer schon mal Terence Hill, kann man sich ja heutzutage auf, weiß ich nicht, Amazon oder so, auch im Original anhören. Wenn man dann dagegen vergleicht, was die deutsche Sprachausgabe war, das ist halt, also das ist ja mit ein Grund, warum die so erfolgreich waren. Das sogenannte Schnodderdeutsch, was Herr Danneberg auch wirklich als eben mit den, weiß nicht, Durchbruch seiner Stimme irgendwie bezeichnet hat. So. Wie ist bei dir?
Also ich bin ja ein bisschen jünger als die Herren hier in der Runde. Nein. Aber mein Papa war halt ganz großer Arnie-Fan. Und deswegen war so die erste Berührungspunkt waren die Arnie-Filme. Ich weiß jetzt nicht, ob es Terminator war. Ich glaube, da war ich noch ein bisschen zu jung. Aber wie alt bist du denn? 35. Du? 36? Ja. Ja, gut. Aber Moment, mit 35 musst du doch Berührungspunkt mit Arnold Schwarzenegger haben. Das ja, aber halt, wie gesagt, als jüngerer oder als Kind dann schon. Okay. Ne? Aber ich weiß auch noch, gut, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber Starship Troopers habe ich auch ganz früh schon gesehen. Mit 10 oder so, keine Ahnung. 97 kam der raus. Mhm. Ja. Ja, ganz, ganz fresh habe ich den mir reingezogen. Ey, aber daran sieht man mal, ich meine nicht, dass das so eine. Also, Thomas Dannenberg hatte ja eine wahnsinnig angenehme Klangfarbe, sag ich jetzt mal als Laie. Ich finde, der hat irgendwie einfach eine wahnsinnig angenehme Stimme. Dem kannst du stundenlang zuhören. Und halt eine Stimme, die sofort irgendwo raussticht. Die sticht raus und, also das ist das, glaube ich, Genie von so Leuten, die völlig zu Recht so eine Karriere in dem Business gestartet haben. Jemand spricht gleichzeitig Arnold Schwarzenegger und Dan Aykroyd. Ja. Und wenn du das, also als Kind realisierst du das ja gar nicht. Und genau, beides passt. Du denkst, ja, auf jeden Fall, das ist so seine Stimme. Und ich kann mich erinnern, ich war völlig entsetzt, als ich das erste Mal so angefangen habe, die Filme im O-Ton zu gucken. Also wie langweilig und hölzern Arnold Schwarzenegger klingt. Und auch den Aykroyd hat so eine 0815, naja, so eine Ami-Stimme halt. Ja. Und dagegen hatte ich halt irgendwie die deutsche Tonspur von Thomas Dannenberg im Ohr. Also es ist schon, er war wirklich einer der ganz Großen. Und die Branche verliert ein absolutes Urgestein. Es gibt bestimmt jetzt auch sehr gute Leute, die machen das professionell und toll. Aber ich glaube, das war für uns 80er-Kinder war das schon eine prägende Stimme. Ey, ich meine, der hat Arnold Schwarzenegger zu einem deutlich besseren Schauspieler gemacht, als er, sag ich mal, im Original für eine lange Zeit war, glaube ich, ja. Und obwohl man, sag ich mal, ich weiß nicht, Sly habe ich, glaube ich, mit Rocky auch kennengelernt, aber spätestens bei Rambo war es ja auch schon Dannenberg, der ihn gesprochen hat. Und das finde ich halt das Erstaunliche. Du hast einen Dan Aykroyd. Ja, der war halt Dan Aykroyd, ja. Also Ghostbusters, du hast dem das komplett abgenommen. Du hast einen Terence Hill, der war halt Terence Hill, der hatte dann noch ein bisschen andere Dialoge und so, der hat halt viel mehr Quatsch und Nonsens auch geredet mit Gewürzgurke und Delle und all so ein Kram. Ja. Und du hattest dann aber Arnold Schwarzenegger und Stallone und alle waren ihre eigenen Personas. So, also du hast nie, ich weiß nicht, also ich habe als kleiner Junge nicht davor gesessen und hab gesagt, oh, das ist jetzt aber Arnold Schwarzenegger zu Dan Aykroyd. So, nein, das war halt Dan Aykroyd, der halt ein bisschen schneller, hektischer oder sonst irgendwas war. Oder ein bisschen laid back, aber das war nie, kam mir selten in den Sinn, dass ich gedacht habe, das ist jetzt aber Sly. Und es ist ja auch wirklich, also es ist auch qualitativ gut. Ja. Also das hat ja wirklich, du hast das ja nicht, du hast ja nichts verpasst oder vermisst. Im Gegenteil, wir gucken ja heute noch viele Filme aus den 80ern gerne synchronisiert, weil die so gut synchronisiert sind. Also weil die es wirklich einfach passt. Teilweise ja, wie du gerade gesagt hast auch, Wolf, ne, teilweise besser als das Original. Und ich finde, es gibt kaum ein besseres Beispiel als Terence Hill und Bud Spencer, weil das nochmal, die haben ja wirklich ihre eigene Comedy mit reingegeben. Und Dannenberg konnte ja wirklich so sprechen, dass der musste noch nicht mal was Lustiges sagen, aber irgendwie ist schon so einen leichten Humor daraus gehört, so eine leichte, süffisante. Und das ist auch echt so eine Stärke von solchen Stimmen, ne? Also auch Brandt und wie sie alle heißen, Edgar Ott und keine Ahnung, die Großen, die einfach irgendwie alles Mögliche sagen konnten. Solange sie es irgendwie in einem bestimmten Ton gesagt haben, war da schon ein Gag draus gemacht. Selbst wenn es die ganz normalste Sache der Welt war, so, ja. Und, ey, diese Stimmen. Also, ne, nichts gegen, was du auch gesagt hast, nichts gegen neue Leute, die dazukommen und so weiter. Aber ich vermisse so brummige, prägnante, markante Stimmen. Da finde ich, momentan haben wir nicht so viele. Da haben wir hier den Herrn Kluckert noch, der irgendwie sehr heraussticht, so. Ja, aber ich glaube, also der Nostalgiefaktor, man darf den jetzt auch nicht ganz außer Acht lassen. So, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass der qualitative Anspruch früher höher war als heute. Das weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich ist es, wie wir jetzt alle schon gesagt haben, wenn man mit der Stimme als Kind aufwächst und seine ersten geilen Filme sieht, die einen bis zum Ende des Lebens begleiten, das wird halt nicht so schnell los. Und ich glaube, wir sollten vielleicht der Fairness halber auch nochmal erwähnen, es sind ja nicht nur die guten Sprecher und die Stimmen, sondern auch Leute, die die Regie machen. Also ich glaube, da brauchst du auch wirklich genau die Experten, die immer genau das Quäntchen, die machen einen Take vielleicht 23 Mal, bis sie genau dieses Mühe von Suffisanz drin haben, was den Take perfekt macht. Darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. So. Also vielleicht lag es daran, dass die Leute damals irgendwie echt mehr Zeit hatten und vielleicht nicht alles so krass durchgetaktet. Vielleicht, da weißt du wahrscheinlich sogar noch am ehesten, weil du tatsächlich ja Filme machst. Gerade jetzt in der Zeit von Streaming, ne, es kommen so viele Filme raus, die irgendwie synchronisiert werden müssen und ganz viele Studios entstehen auch und ich glaube, da ist auch richtig viel Geld zu verdienen und da leidet bestimmt auch so ein bisschen die Qualität.
Weil ja. es jetzt einfach auf Masse geht, anstatt auf Klasse. Und vielleicht hatten auch die Regisseure beziehungsweise die Synchronsprecher auch mehr Freiheit. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann auch so, weiß ich, ohne es zu wissen, damit müsste man mal eine Doku oder so zu machen, dass der einfach gesagt wird, nee, wir machen das jetzt so, wir haben die Freiheit, das Wort so und so zu übersetzen, weil wir das lustiger finden. Ne, gerade bei Terence Hill, da wurde ja nicht immer alles wortwörtlich übersetzt. Ja, auf gar keinen Fall. Und diese Freiheit, solche Sachen, zum Beispiel, warte mal, ich habe neulich, das hat jetzt nicht direkt was mit Synchron zu tun, aber mit Übersetzung, wusstet ihr, was Dumpfbacke im Original heißt? Pumpkin. Ja. Ja, der sagt einfach nur Pumpkin. Der sagt Pumpkin. Ja. Und Pumpkin ist ja eigentlich was Liebevolles. Ist was Süßes, ja, ja, ja. Und im Deutschen haben sie halt Dumpfbacke bei Schrecklich ja. nette Familie drauf gemacht, was ja eindeutig das negativ völlig anderer ist. Ton auf einmal. Ja. Und das zeigt ja? aber nur, was die für eine Freiheit hatten, einfach zu sagen, ja. Ja komm, wir übersetzen das so und so, sieht halt besser aus bei den Lippen, aber Moment, das verfälscht halt komplett die Beziehung, die die beiden miteinander haben, voll. So ungefähr, ja. ja. Ja, aber egal, sieht besser aus. So, und ich könnte mir vorstellen, dass heutzutage, dass da mehr drauf geguckt wird, dass mehr Leute mitsprechen und mitentscheiden ja. und andere Leute da Entscheidungen haben. Und damals, so stelle ich mir zumindest romantisiert in meinem Kopf vor, da gab es den Regisseur, da gab es den Dunberg, die haben, weiß ich nicht, sich einen reingestellt und dann ging's los. Also ich weiß es tatsächlich, weil ich mit ein paar Leuten aus der Synchronbranche ja. irgendwie auch schon mal gequatscht habe. Und es war tatsächlich so. Also zum einen ja. meinten sie, dass es damals so in den 70ern, 80ern gab es zwei große Unterschiede. Zum einen waren, wenn du zwei Sprecher in einer Szene hattest, waren die oftmals auch wirklich beide mhm. gleichzeitig im Studio. Also die haben wirklich miteinander gesprochen und nicht abgesetzt Takes voneinander gemacht. Und also ich gebe es nur weiter, ich war nicht dabei, keine Garantie, aber ich habe von Stories gehört, die hatten dann wirklich eine Kiste Bier zwischen sich stehen und dann wurden die Takes irgendwie auch immer lustiger und so. Und wenn es irgendwie gepasst hat und es hat noch Gag reingebracht, auch wenn er gar nicht im Skript ja. stand und du hast es halbwegs auf die Lippenbewegung bekommen, komm, hauen wir rein. Ja. So eine Serie wie Die Zwei mit Roger Moore und Tony Curtis. Im Original ist es so schnarchlangweiliger, mhm. so ein UK Krimi-Thriller aus den 60er, 70er, so richtig, wo Oma vielleicht noch zusammenzuckt, aber du, also sowas Langweiliges. Und im Deutschen haben die so ein Karlauer nach dem anderen haben die rausgehauen. Ich habe Tränen gelacht. Das sind so Sachen, das könntest du dir heute wahrscheinlich gar nicht mehr rausnehmen. Genau. Da muss vertraglich festgelegt sein, dass das alles exakt so über 7 Schreibtische geht. Und das meine ich, ja. 19 diese Kreativkomitees müssen das freigeben und so. Damals haben sie einfach gemacht. Das war geil. HR müssen wir erst fragen. Ja. Ja, und es wird welchen von den 13 wieder ja, arbeiten? Genau. Und natürlich die Political Correctness wird natürlich auch nochmal divers abgeklopft, was klar, ja. bei diesen Synchros damals wahrscheinlich dann ja zum Super-GAU geführt hätte. Ja, halten wir fest. Vielen, vielen Dank, Herr Danneberg. Ja, das war wirklich eine schöne Jugend, die wir mit Ihnen verbracht haben. Und ich hoffe, dass sich auch die Leute jetzt ein bisschen dran halten, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Charles Rettinghaus, das ist die deutsche Stimme unter anderem von zum Teil Robert Downey Jr. oder Jean-Claude Van Damme. Der hat halt als einer der Ersten irgendwie diese Nachricht verbreitet und hat halt auch gesagt, ey bitte respektiert den Mann, versucht nicht irgendwie Synchronsprecher jetzt zu casten, die so klingen wie er oder versucht nicht irgendwie mit anderen Sprechern seine Stimme zu erzeugen und auch ja nicht nochmal AI irgendwie mit ins Spiel bringen, beziehungsweise jetzt eine AI seine Sachen irgendwie komplett nur noch erzeugen lassen. Das wäre dem Andenken, wäre das nicht gerecht. Und bittet drum, dass das halt beibelassen wird. Ja, also den AI-Punkt sehe ich auch. Aus ethischen Gründen. Okay, kann man sich ewig drüber streiten. Ja, aber so aus Sicht eines Zuschauers, so wenn ich eine gewisse Stimme im Ohr habe, die mich 20, 30 Jahre lang begleitet hat, und jetzt ist der deutsche Sprecher tragischerweise verstorben, spricht aus meiner Sicht als Kinogänger erstmal wenig dagegen, jemanden zu suchen, der sich dem ungefähr so annähert, damit ich einen möglichst übergangslosen, ja, vor allem, was ist denn die reibungslosen Übergang habe. Jetzt jemanden zu wählen, der extra anders klingt? Oder hier, bei Rick und Morty ist doch auch so. Die haben jetzt irgendwie jemanden gecastet und also bei Morty geht es noch halbwegs, also klingt fast wirklich wie das Original. Justin Roiland rausgeflogen ist. Bei Rick hört man es ein bisschen, aber trotzdem, wenn du es nicht weißt und nicht wirklich darauf achtest, könntest du schwören, dass es immer noch bei der Simpsons mit Maggie haben sie es, nee, wie heißt die Mutter? Marge. Haben sie es auch versucht. Ja, aber die klangen ja wirklich völlig anders. Die klangen ja anders. Also Anke Engelke hat ja tatsächlich die Stimme so angelegt, wie es im Original ist. Und Elisabeth Volkmann, die hat ja was ganz Eigenes gemacht. Die hat ja was völlig Eigenes draus gemacht, ja. Und was ich halt aber auch stark finde, so, ja. Also ich finde die Arbeit von Anke Engelke, wie halt aber auch von Frau Volkmann, finde ich beide cool. Das ist einfach ein völlig anderer Ansatz. Ich bin bei Wolf, was das angeht, dass du schon eine Stimme nimmst,
die letztendlich auch passt und an die man gewöhnt ist. Macht keinen Sinn, jetzt Arnold Schwarzenegger einen bayerischen Akzent. Ja, Ritzenhüttl. Ne, so, nur damit man die Dannenberg nicht auf die Füße tritt. So, also. Ja, nein. Außerdem kann das ja auch eine, ist das ja auch eine Form von Respektbekundung, wenn man sagt, ey, du hast da so was abgeliefert, was so legendär ist, dass wir versuchen, diese Idee von dir sozusagen weiterzuführen. Ich meine, gut, du hast ein gutes Beispiel genannt, Schwarzenegger. Ich bin mir nicht sicher, wie lange der noch Filme machen wird, also wie lange man noch darauf angewiesen wäre, dass ein Herr Danneberg ihn synchronisiert. Und der hat ja schon eine neue Stimme, ich glaube, Berger heißt der Mann. Der macht das schon, ich weiß nicht, hast du diese Fuba-Serie gesehen auf Netflix? Ich glaube, hab ich mal reingeguckt. Ja, musst du mal auf Deutsch dir anhören. Der macht es schon, ja, testweise, nur um einfach mal zu hören, wie der das halt inzwischen macht. Und das ist auch erstaunlich, weil es halt wirklich in 2, 3 Szenen dann auch immer wieder so klingt, als würde es Danneberg sein. Mhm. Ja, aber also was ich nicht okay fände, ist, jemand zu casten und dann nach außen so zu tun, als wäre es immer Thomas Danneberg. Also jetzt mal unabhängig davon, dass es nicht geht, weil wir alle wissen, dass er leider verstorben ist, aber also wenn man quasi wirklich die Leute da im Dunkeln lässt. Aber jemand zu casten, der dem so nah wie möglich kommt, das finde ich schon okay und nachvollziehbar. Also ich verstehe, dass man da vielleicht irgendwie einen anderen emotionalen Umgang dazu hat, wenn man den vielleicht auch persönlich kannte, wenn es ein Kollege war. Ich kann das alles nachvollziehen, aber also da muss ich mal ganz leidenschaftslos aus der Sicht eines Kinogängers argumentieren. Ich möchte jemanden haben, der so klingt, wie ich das kenne. Oder sich dem zumindest so annähert, damit ich da nicht rausgerissen werde. Von daher. Ja, wie gesagt, bei den meisten Figuren, die er jetzt gesprochen hat. Ich meine, wann sehen wir nochmal einen Dan Aykroyd-Film? Wann werden wir jetzt den nächsten Schwarzenegger-Stallone-Film sehen? Also es hält sich auch in Grenzen, was da an Anforderungen... Irgendwann muss auch Dan Aykroyd als Geist animiert werden. Vielleicht kriegt er dann mal eine Sprechzeile. Zum Beispiel. Wurde er schon gemacht. Als Geist? Ja, im letzten Ghostbusters. Nein, das war Harold Ramis. Und er hat auch keinen Text. Der war nur als Geist. Egan. Nicht Ray. Ray lebt noch. Oh, lass uns nicht beschreien, ey. Das, ihr habt vollkommen recht. Ne? Gut. Ja, cool. Gut, liebe Freunde. Dann nochmal ein schönes Dankeschön an Herrn Danneberg. Und dann einhergehend die Frage, was habt ihr als letztes gesehen? Einen Film oder eine Serie dürft ihr euch aussuchen. Der Gast, finde ich, sollte anfangen. Gott, nein. Ja. Was nicht jetzt mit den Filmen zu tun hat, über die wir heute quatschen. Nee, die habe ich auch alle reingezogen auf jeden Fall. Also fast alle. Aber ich habe jetzt auf Netflix geguckt, Nowhere. Ganz, ganz frisch. Ist das das Plakat, wo die Frau auf diesem Container genau, im Wasser ist? Ja, genau. Okay. Und meine Frau, die ist großer Fan von so merkwürdigen Filmen. Es muss meistens mit Wasser zu tun haben. Die hat gut geheiratet. Mit einem Hai zu tun haben. Es muss irgendwas Katastrophenmäßiges sein. Ach so, okay. Und die meinte, ach, guck mal hier, eine Frau auf dem Container, irgend so Flüchtlingsthematik, die ist schwanger, geil. Guck mal an. Gut, haben wir uns angeguckt, war auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ist letztendlich ein Kammerspiel, ein spanischer Film auch, von dem Regisseur von diesem Malsana 32. Ah, Malsana 32, ja. Genau. Und war echt spannend. Also das ist letztendlich so ein, die spielt alleine komplett, die Frau, kannst du sagen, zu 90%. Und die liefert da echt gut ab. Sie ist schwanger, man kann sich vorstellen, was da so passiert, wenn man schwanger ist und in so einem Ding gefangen ist. Und da muss man wirklich sagen, die arbeitet sehr körperlich, was sie da macht. Und es war unterhaltsam bis zum Ende. Da wurde es ein bisschen fantastisch, schon fast. Aber ich habe dann auch so, ich glaube, 6 oder 7 von 10 gegeben. Hat guten Spaß gemacht. Und ist das, also wie, sie schwimmt in diesem Container auf dem Meer? Ja. Und ist das, ich meine, da ist wahrscheinlich nicht viel, ne? Also wie sieht es aus? Ist sie in dem Container? Ist sie größtenteils, ja. Also es ist irgendwie auch so eine in der Zukunft, die spanische Regierung ist faschistoid geworden und klaut die ganzen Kinder und was weiß ich, es gibt zu wenig zu essen. Und deswegen hauen die ganzen schwangeren Frauen ab, wollen woanders ihr Glück suchen oder halt einfach ihre Kinder behalten. Und letztendlich spielt das dann größtenteils nur in dem Container, die ist dann auch alleine. Es gibt ein paar Außenshots, wo ich auch sage, sieht eigentlich ganz gut aus, sehr echt. Kann wahrscheinlich sein. Ich glaube, Adolf hat auch irgendwo mal im Meer gedreht. Ne? Ja, ja. Es gibt irgendwo in Malta oder so, gibt es da so ein... Genau, dieses Riesenbecken in Malta. Und das wirkte so ein bisschen, als hätten die das auch so gemacht. Okay. Also wirklich auf dem Meer dann gedreht. Ja, weil das der Vorteil an diesem Becken ist, das ist halt direkt irgendwie, also das haben sie so gebaut, dass es auf der Horizontlinie irgendwie abschließt. So, das heißt, du hast halt immer diesen Eindruck, als wäre das ewig weit, obwohl du halt in einem kontrollierten Becken bist. So. Also rein technisch super, ist unterhaltsam, ist Gott sei Dank kurz. Deswegen kann ich ihn schon empfehlen. Ist sie ihr Kind?
andere Sachen, was damit. Ich bin vor 6, 7 Monaten Papa geworden. Ich habe das alles gesehen, erlebt. Und ein paar Sachen, die da rauskommen, das ist die dann tatsächlich. Ich habe den Film, ich habe die Beschreibung von dem Ach, Film gesehen. Moment. Es kann schon sein, dass da, ja, der irgendwann. Jetzt hast du ja fast auch ein bisschen spoilt auch, ne? Oder? Ein bisschen, ja. Sie isst den Mutterkuchen. Ist auf Netflix. Ja, 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 okay. Okay, also kriegt sie das Kind, während die im Container ist. Sie ist ja, nicht jetzt willst du es doch nicht wissen, oder? Jetzt, das ist also, wenn er sagt, ey, sie isst nicht das Kind, sondern ja andere Sachen, die da rauskommen. Die Spannung entsteht ja auch dadurch, wie kriegt ihr das Kind da. Also, einerseits steigt das Wasser ja, ne? Und das Kind ist da ganz frisch und dem ist bestimmt auch kalt und das ist alles da drin. Also es ist trotzdem spannend. Okay. Ja, die frisst den Mutterkuchen. Die Sau, die Alte. Sind das bestimmt irgendwie auch noch Nährstoffe drin. Wahrscheinlich gesünder als im McDonald's. Bevor du gar nichts hast? Ja. Boah, Leute, ey. Was hast du so. Eddie. Ich hab welchen familienfreundlichen Film hast du so gesehen? Talk to Me. Ja, so. Ach ja. Ich habe jetzt endlich Talk to Me gesehen. Und ja, war auch positiv angetan, nicht überrascht, weil der hat ja viel Hype gekriegt und so Horrorfilm des Jahres und so weiter. Und ja, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich meine, jetzt so war natürlich also wieder so eine bisschen quatschige Prämisse, auf die man sich dann irgendwie einlassen muss. Aber ich fand, das war irgendwie mal so eine ganz, ganz nette Idee, dass da irgendwie die Leute so eine Hand, also für alle, die es nicht wissen, das sind so junge Menschen, die kriegen so eine Hand, da bringt einer seine Hand mit, die machen so Partys, so Seance-ähnliche Partys und dann stellt einer so eine Hand hin, die so, wie so eine Statue, die einfach so die, jemand, der die, da kann man die Hand geben. Da kann man die Hand geben, aber es ist nur die Hand auf so einer Büste, so. Und dann heißt es halt, wenn du dir eben die Hand schüttelst und sagst, talk to me, dann siehst du halt irgendwie Irgendwas. Man weiß es nicht. Jeder sieht was anderes. Und dann werden die Leute, die werden dann auch gefesselt, weil es halt zu crazy ist, was sie dann sehen, damit sie nicht durchdrehen. Und wenn man zu lange sozusagen in dieser Hypnose mit dieser Hand drinne bleibt, dann, das wird relativ schnell etabliert am Anfang. Ich weiß gar nicht, wenn du länger als 30 Sekunden oder so 90, oder? Oder 90, ich weiß. Ja, ich glaube, ja. Irgendwie auf jeden Fall eine gewisse Anzahl. Wenn du die überschreitest, dann bleiben die Dämonen. Und natürlich passiert das dann auch dann relativ schnell, dass. Und diese Zeit soll geschoppt werden, also eigentlich relativ leicht verhinderbar. Aber natürlich passieren immer Sachen und derjenige, der die Zeit schockt, ups, ich hatte ja diesen einen Job, wo ich verhindern sollte, dass die Dämonen in unsere Welt kommen. Mein Fehler. Und dann passieren halt Sachen. Und ich fand aber, dass der es geschafft hat. Also zum einen kommt der größtenteils ohne lame Jumpscares aus, was mich ja immer nervt, so bei so Filmen, sondern einfach durch diese Thema. Der hat so ein bisschen was von It Follows fast schon gehabt, so vom Vibe her. So diese Bedrohung ist nicht immer da, aber du bist dir nicht sicher, weil halt am Anfang die Regeln erklärt werden. Wenn du zu lange in dieser Seance bleibst oder so, dann öffnest du die Tür und dann wollen sie dich und so. Und dann ist sie einmal da zu lange drinne und dann wird das erstmal nicht thematisiert, aber du hast natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, sie war zu lange drinne. Und das macht eigentlich den Grusel aus, dass du weißt, okay, sie hat die Regel gebrochen, aber wann äußert sich das und wie äußert sich das? Du weißt, es wird kommen. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und auch die Art und Weise, dass sie versuchen, immer wieder Mittel zu finden, um das Problem zu lösen, also ey, vielleicht müssen wir noch mal dahin gehen und das so machen und das so machen, das fand ich alles nachvollziehbar. Es ist jetzt nicht so, ey, wir sollten uns aufteilen und ich gehe mal hier unten im Keller alleine gucken, sondern die Sachen, die sie dann unternommen haben, um den Horror zu beenden, die fand ich größtenteils im Rahmen des Universums einleuchtend. Also hat mich nicht so aus der Immersion gerissen und auch das Ende fand ich eigentlich so ganz, ganz rund. Ansonsten würde ich jetzt aber auch lügen, wenn ich mir da in die Hosen gemacht hätte bei dem Film. Ich fand den jetzt nicht ultra gruselig. Also so im Vorfeld hieß es ja irgendwie so im Martyrs-Level an Härte. Und das habe ich noch nie gelesen. Doch, habe ich gelesen. Das hat gar nichts zu tun. In irgendwelchen Letterboxd-Reviews. Mhm. Und so, und ich habe da, ehrlich gesagt, habe ich mit härterem psychologisch mitreißenderen Sachen gerechnet und zwar dann so eher so ein netter Horrorfilm, der nicht scheiße war. Und dafür ist man ja heutzutage dann schon bei den ganzen Blumhouse Productions und so. So, der war ein bisschen erfrischender als die übliche Horrorkost. Ja, aber auf jeden Fall grotesk überhyped. Also ich kann mich auch daran erinnern,
Das ist wie, also ich habe jetzt nicht von Mathieu gelesen, aber die Runde ging dann so durchs Internet hier von wegen der beste Horrorfilm seit Hereditary und so, den ich halt bis heute total verehre. Mhm. Und da dachte ich schon, also puh, okay, Leute, jetzt will ich aber auch was sehen. Besser verkauft, also, aber, ne? Hm? Besser verkauft auf jeden Fall. Nee, ist, also. Dass er besser ist, aber er ist letztendlich besser verkauft als Hereditary, oder? Ist das er hat nicht? Mehr Geld eingespielt, ja. Achso, ja, okay. Das, ja. Aber also ich meine, so auf die ersten ja. Kritiker. Aber das sind stimmt, völlig verschiedene Filme. So. Ja. Ja. Und ich finde den auch ganz schön überhyped. Aber ähnlich wie du, also dafür fand ich den auch. Also ich mochte zum einen die Prämisse. Ich finde, das ist so ein Prämissefilm. Und die Idee, aus einer Seance oder Geisterbeschwörung so eine Art Party-Gag zu machen und Jugendliche nehmen das nicht ernst und jeder probiert immer ein bisschen länger durchzuhalten als der Nächste, das finde ich eigentlich schon ganz cool. Und dass er keine Jumpscares hatte, mochte ich auch. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, die Teenies haben echt alle sehr gut gespielt und hatten mal eine angenehme Dynamik. Also es gab nicht wie dieses schnippische Großmaul, so weißt du, diese Stereotypen, die nicht nach 3 Sekunden. Der Jockey. Ja, genau, so nervt, wo du denkst, boah, Alter, nee, komm. So, also ich mochte, dass die alle geerdet waren und auch die Figuren, die am Anfang so ein bisschen in die Richtung gingen, aber die haben das dann irgendwie immer ernster genommen und dann wuchsen die Teenies zu so einer Einheit zusammen. Und das mochte ich, aber ähnlich wie du, also ich fand den auch nicht gruselig genug. Der hat so 2,5 Szenen, die waren unheimlich, fand ich auch schön, aber ich habe da wirklich mit mehr gerechnet. Aber die Jungs, die es gemacht haben, hier, Raka Raka, die machen jetzt bald einen Street Fighter Film, ja, so was. Da ich gehören die hin. Also, super geil finde. Habt ihr mal ihre YouTube Sachen gesehen? Ja, ich habe die ja zur Berlinale. Ich bin da irgendwie auf einer Party gewesen, sehe die da rumlaufen, habe so gesagt, was macht ihr denn hier so, weil ich sie von YouTube kannte. Und ey, wir haben einen Film gedreht. Ihr habt einen Film gedreht, einen Horrorfilm. Ja, komm doch vorbei. Gut, dann bin ich zur Premiere gekommen, da warst du auch dann. Und bin wirklich ein bisschen weggeblasen gewesen, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass die so einen guten Film machen, weil es sind ja nur YouTuber. Und das Berlinale-Publikum, das hat auch an einigen Stellen gut abgegangen. Die ging echt gut ab. Ja. Und genau, als ich dann auch noch hörte, danach jetzt Street Fighter, das passt halt super zu denen, ne? Die haben ja die ganze Zeit diese Wrestling-Kurzfilme gemacht und viel Splatter und so. Ja, Harry Potter gegen sowas. Jedi, Ritter. Ja. Und ein Street Fighter-Film von denen, das wird schon geil, glaube ich. Super geil, ja. Und wenn man sich mal Interviews mit denen anhört, also die wirken wirklich total sympathisch und bodenständig. Mhm. Und die können sich, glaube ich, auch nicht so ganz erklären, warum die mit Talk to Me so einen Hit gelandet haben. Also die wollten irgendwie mal einen Gruselfilm machen, weil Grusel geht immer. Ja. Kannst du relativ günstig produzieren. Im besten Fall spielst du richtig was ein. Und also die sind, glaube ich, genauso überrascht wie alle von dem Erfolg davon. Und also die haben auch so ein bisschen durchschauen lassen, dass das Studio auch so ein bisschen so geschliffen hat, also die Idee von der Hand zum Beispiel, die hatten die selber gar nicht. Bei denen war es irgendwie tatsächlich so eine Spielbox oder wie was echt lame ist. Und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, wir brauchen vielleicht visuell auch einfach ein geiles Bild. So, also wie könnte so eine Seance vonstatten gehen? Echt so eine mumifizierte Hand mit Keramik umgossen. Das ist einfach schon ein creepy Bild. Und haben sich dann gerne darauf eingelassen und so. Also ich glaube, die haben irgendwie einfach, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit der richtigen Idee, waren mega Erfolg. Also so ein Erstlingswerk von YouTubern, super gut. Ja, auf ist jeden das schon Fall. Echt ja. Ein guter Einstieg. Ich habe halt nur gedacht, so Street Fighter cool, aber ich würde halt gerne, also ich bin halt immer froh, wenn Leute gute Horrorfilme machen. Klar. Und dann denke ich mir immer so, ey, mach doch mal in die Richtung weiter, weil ich habe jetzt ein bisschen Angst, die machen jetzt Street Fighter, sind damit erfolgreich und dann bleiben die so. Hey, Teil 2 ist schon angekündigt. Ja. Ja, Talk klar. To Me von denen. Also, was ich aber auch so ein bisschen schade finde, weil der steht so für sich allein auch. Ja, aber ich, Grund. Also, wenn sie jetzt wirklich das Ende des ersten Teils einfach nur aufgreifen. Da kann man schon weitermachen. Und einfach was anderes erzählen aus diesem Universum. Ja, dann, ja. Dann, also ich glaube, so schätze ich die beiden auch ein. Also ich meine, ich hatte sie ja auch im Interview und die sind schon sehr drauf bedacht, die typischen Dinge, die Horrorfilme normalerweise machen, zu umschiffen oder zu vermeiden und oder waren sehr drauf bedacht. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass, wenn sie gemerkt haben, okay, mit der Sorgfalt, die wir jetzt hier in den Tag gelegt haben, dass da die Fortsetzung irgendwie, dass man da irgendwie das schleifen lassen kann. So. Weil die haben halt auch wirklich ganz klare Vorstellungen gehabt, worauf sie wirklich überhaupt keinen Bock mehr im Horrorfilm haben. Ja. Beispiel? Naja, zum Beispiel so ein Erklärbär. Also, dass da irgendeiner in einer dunklen, weiß ich nicht, in einer dunklen Bibliothek hockt, irgendwie, den du halt dann befragst, der dir die ganze Geschichte da irgendwie aberzählt oder sonst irgendwas so, ja. Die hatten die wie eine Smile, Szene, wie ein Boogeyman. Es gibt genau. eine Figur, da fährt man dahin, dann gibt diese 3,5 Minuten Exposition und dann geht der Plot weiter. Ja, genau. Ja, das ist ätzend. Und solche Sachen haben sie gemeint, sowas wollten sie auf Teufel komm raus nicht drin haben. Ja. Ja, voll gut. Ja. Aber ich muss sagen, das ist halt immer auch das Ding, ne? So ein Horrorfilm, der halt einfach nur mal gut ist, der hat halt das Pech, schnell in den Hype zu geraten, ja. Der ihm halt leider vielleicht auch gar nicht mal so gut tut. Ja, ich kann auch
mich an Hereditary erinnern, wo ein gewisser Hype vorhanden war und dann auch die Stimmen kamen, oh ja, wird dem Hype aber nicht gerecht so, oder beziehungsweise ich kann den Hype nicht nachvollziehen. Und eher mit Midsommar. Oder von mir aus auch das. Aber ich sag mal so, für oder jeden. Voll aus, oder? Ja, oder es gibt eine Million für jeden halbwegs anständigen Horrorfilm, der einen Hype hat, tut's mir eigentlich fast schon mittlerweile leid. Das Problem ist, dass die Leute, es gibt einfach so viel Scheiß-Horrorfilme, so, dass die Leute einfach schon bei Horrorfilmen, kennt man ja, ne, wenn bei IMDb oder so ein Horrorfilm, weiß ich nicht, 6,2 hat, sagst du, oh. 6,2, ein Horrorfilm. Den gucke ich mir mal an. Ja, bei jedem anderen Film 6,2 würdest du dir sagen, ja, da ist wahrscheinlich nichts geworden. Also da ist die Messlatte für Horrorfilme ist halt schon von per se immer eine andere. Und ich glaube, deshalb werden da viele Horrorfilme werden gehypt oder so, wenn sie nicht komplett. Wobei selbst sowas wie Scream, der letzte, den ich ja so ultra scheiße fand. Ja, aber die Filme kriegen doch aber auch entsprechend Gegenwind. Das, glaub aber ich, der wurde auch mega gehypt, ja, und so viele Leute haben so abgefeiert. Aber dann kommen halt die Leute, die halt wirklich sich darüber aufregen, weil sie den Film halt wirklich schlecht fanden. Und ich glaube, das sind halt eher Leute, die dann halt ihren Einfluss in der Gesamtbewertung nehmen, um halt zu sagen, nee Mann, ich steuere da jetzt voll gegen. Für jede 10 gebe ich eine 1 oder einen halben Stern oder was weiß ich was. So. Also das ist schon, ich glaube, das ist bei Horror einfach intensiver, je nachdem, wie man halt das wahrnimmt, dass man halt sich dazu hinreißen lässt, diesen Film, ja, eben zu einem Hype zu verhelfen oder halt eben für einen Anti-Hype zu sorgen. Glaube ich schon. Also ist meine Einschätzung. Ja, vielleicht ist da auch so ein bisschen. Also ich merke das irgendwie auch so bei mir. Ich bin extrem gefrustet, wenn so die Masse so belanglosen Quatsch so dermaßen in Himmel hypt. Und das ist halt gerade beim Horror der Fall. Weil, also ohne Scheiß, es ist wirklich albern, tut mir leid, aber mich ärgert es, wenn sich Leute von so einem Jumpscare-Scheiß beeindrucken lassen. Wenn die rauskommen, boah, Alter, das war so gruselig. Und ich weiß ja, okay, James Wan macht jetzt wieder 500 Milliarden Dollar mit so einem, so, das macht, ich werde richtig aggressiv. Mich nervt das. Ich möchte Leute schütteln und sagen, habt ihr noch nie einen guten Horrorfilm gesehen? Muss euch die ganze Zeit was mit einem nackten Arsch ins Gesicht springen, damit ihr das gruselig findet. Ja. Und dazu kommt, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen diese, und ich bin ja gerade, ich mach's ja selber, aber diese Überemotionalität, wenn man irgendwas gut findet, dann reicht es ja nicht mehr zu sagen, ey, war cool, war nett, war 7 von 10, kann man sich angucken. Nee, das muss irgendwie, man kommt raus und sagt, boah, Alter, ich kann nicht mehr. That was everything. Und weißt du, jeder hypt sich so hoch, jeder muss noch emotionaler sein. Und oh Gott, das war so. Beim letzten Scream ist mir das aufgefallen. Ich verstehe nicht, wie man da emotional von irgendwas berührt werden kann. Aber Leute, die schreiben sich, ich glaube, die suggestieren sich selber davon, so dermaßen beeindruckt und berührt zu sein, dass du dann solche seidenlange Texte hast, warum wie denn der letzte Scream die Legacy fortführt und ich denke mir, fuck off, nein, tu da nicht, habt ihr die alten Filme nicht gesehen oder wie kann man sich davon so, was für eine Brille muss man aufhaben? Und vielleicht ist das beim Horrorfilm irgendwie extrem und ich merk's auch bei mir und deswegen, um die Klammer zu schließen, bin ich auch immer sehr skeptisch, ich glaube, wenn irgendein Film krass hochgehypt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Horrorfilme waren ja, früher waren das ja Filme für Erwachsene, ne? Früher war ganz klar, Horrorfilme waren für Erwachsene. Wer wollte sie denn sehen? Ja, genau. Und auch noch mal für eher, also noch mal Special Interest unter Erwachsenen. Ne? Und heutzutage habe ich das Gefühl, so Horrorfilme eher was für jüngere Leute, so natürlich jetzt nicht Kinder per se, aber schon Jugendliche mit Zugang zu TikTok, die dann sagen, oh, das war das, wie du gerade gesagt hast, das war das schlimmste Erlebnis, was ich je hatte. Also so, die Horrorfilme richten sich mittlerweile, habe ich das Gefühl, auch an ein anderes Publikum. Also nicht alle, aber viele Horrorfilme richten sich mehr so. Ja. Wen hast du im Sinn, wenn du einen Horrorfilm bist? Ganz klar, muss ich auch sagen, die jungen Erwachsenen letztendlich. Ne? Leute, die das erste Mal einen Horrorfilm gucken. Weil, ganz ehrlich, meine Filme jagen mich auch nicht mehr irgendwie weg. Oder ich habe irgendwie krass Angst davor oder so, weil ich ganz genau weiß, okay, das und das machst du. Weil die Person, die du im Kopf hast, die findet es gruselig so. Und deswegen auch so Sachen wie Smile oder so, die sind ja auch sehr auf Generation TikTok irgendwie schon festgefahren. Deswegen, es ist leider so. Wir müssen teilweise, diese Generation angreifen, damit es irgendjemand noch guckt irgendwie. Mhm. Oder dass man raussticht irgendwie. Wie gesagt, aus kommerzieller Sicht so, ne, kann ich das verstehen. Du machst die Brötchen in der Bäckerei, machst auch nicht für dich, sondern für Leute, denen die Rosinenbrötchen schmecken, auch wenn du vielleicht keine Rosinen magst. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin in der luxuriösen Lage zu sagen, gefällt mir nicht, spricht mich an, spricht mich nicht. Und da ist es halt schon so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Horrorfilme haben dann so wie bei Smile, wo es dann diese eine Szene da am Autofenster gibt, ja, und du hast das Gefühl, da wird ein ganzer Film drum gestrickt. Das ist so ein Trailer-Shot, der ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ist eine gute Idee,
Aber das ist alles, was dieser Film hat, sind diese zwei Momente. Und alles andere darum ist leer und langweilig. Und nur diese zwei Shots sind das, worüber dann alle reden, wenn die rauskommen und so weiter. Und das ist halt für mich persönlich, der halt auch viele Horrorfilme gesehen hat, da sage ich mir, ja, die Szene war ganz nett, aber insgesamt hat mich der Film halt 90 Minuten dann gelangweilt. Und die Szene wäre noch netter gewesen, wenn du sie nicht schon vorher im Trailer gesehen hättest. Das kommt noch dazu. Das ist nämlich, ja, aber dann hätte das Verkaufsargument gefehlt. Ja, klar, ne, ich verstehe das auch. Aus kommerzieller Sicht kann ich es verstehen. Wegen der Szene wollte ich es mal sehen. Genau. Ja, ja, also es hat schon aber funktioniert. Die Hoffnung besteht ja dann trotzdem, dass noch mindestens 3 oder 4 weitere Szenen in dieser Art in dem Film enthalten sind. Und zum Ende hin war es also auch zumindest ganz eine. Ja, ja, okay, gut, das Ende haben sie zum Glück im Trailer jetzt nicht gezeigt. Und da kommt ja noch mal was, wo man dann so sagt, oh cool, sieht man mal sowas wieder irgendwie. Ja, aber es ist dann schon ein bisschen ernüchternd, wenn du halt wirklich auf diesen einen Moment hingearbeitet hast oder dieser eine Moment kommt. Er wirkt halt nicht mehr so ganz so krass wie damals, als du das zum ersten Mal den Trailer gesehen hast. Und danach hast du halt nicht mehr wirklich viel, was dich ebenfalls auf die gleiche Art und Weise abholt. Fand ich so Sachen wie Empty Man richtig geil. Weil es gab halt auch dieses, okay, du musst halt irgendwie eine Flasche pusten und so weiter. Aber der Film geht halt schon ganz anders los, überrascht ein und dann wechselt der in eine andere Location und es passieren strange Sachen und so weiter. Und der hat mich die ganze Zeit unterhalten, weil halt auch so eine schöne Atmosphäre einfach aufgebaut hat. Gehe ich mit. Gehe ich mit. Ich glaube, generell einen guten Trailer zu schneiden, ist echt verdammt schwer. Das dachte ich bei Bo's Afraid. Dachte ich, Alter, wie willst du denn daraus einen Trailer schneiden? Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, ich weiß nicht, worum es im Film geht, aber das muss die schlimmste Arbeit der Welt gewesen sein, aus diesem 2,5-Ding einen Trailer zu schneiden, bei dem ich noch Bock habe, mir den Film anzugucken. Und ich denke, Ja, wenn es zu viele, ne, auch diese, das habe ich dir damals auch bei Django Unchained gedacht, weil sie so viele Eindrücke aus diesem Film gezeigt haben, wo der überall spielt oder an welchen Location er überall spielt, wo ich gedacht habe, oh, habe ich das jetzt schon alles gesehen? Ja, genau. So, ja. Zeigt doch gleich den ganzen verdammten Filmpictures präsentiert. Ja, das ist halt oft. Ich habe zum Beispiel hier diesen Last Voyage of the Demeter gesehen. Und das war auch so eine Sache, wo du ja die Prämisse. Ja, hier, du musst noch jetzt zahlen und du zahlst. Ich hab kein Dokument unterschrieben, ich muss gar nichts. Die Prämisse. Die Prämisse. Für jedes Wort einmal. Das wäre vielleicht pleite hier. So, war halt klar, dass es hier um eine Dracula-Story geht. Und dann lässt sich der Film aber gefühlt 1,5 Stunden Zeit, um immer wieder Foreshadowing zu machen, wo ich mir denke, das ist doch dann. Wir wissen doch, warum wir hier sind. Also, das könnt ihr euch doch sparen. Wir wissen doch, um was es hier geht. Wir brauchen jetzt nicht noch 10 Shots auf einen vermeintlichen Sarg und dann ist da ein bisschen Blut und dann ist da eine Fledermaus und dann ist da ein bisschen Nebel. Weil André Ovredal gelesen hat, je weniger man vom Monster sieht, desto gruseliger ist es. Und das CGI-Budget war wahrscheinlich auch. Ja, aber der Film deswegen dachte ich, dann zeigen wir das erst ganz am Ende. Der Film braucht so lange, bis er losgeht. Ja, die ganze Zeit siehst du nur eine Crew, die irgendwie in einem knarzigen Holzschiff sitzt und 45 Minuten lang. Ich denk so, wann kommt der Vampir? Hol den Vampir raus! Ich weiß, was ich kriege! Der ist sogar auf dem scheiß Filmposter! Ja, aber das ist, glaube ich, das Ding, was David gesagt hat, dass bei dem auch wahrscheinlich sämtliche Düsen irgendwie angegangen sind, von wegen. Wissen die Leute überhaupt, was das die Demeter ist? So? Nein, natürlich nicht. Das ist ein beschissener Titel. Ja, wissen die, dass das mit Dracula zu tun hat? Wissen die, dass es eigentlich nur um 6, 7 oder 16 Seiten aus diesem Buch geht, so, die dann auch nur anhand von Tagebucheinträgen und sowas, sag ich mal, rekonstruiert werden? So? Wissen all das die Leute? Nee, glaube ich nicht. Und dann kommt's wieder. Dann musst du es für die Leute machen, die halt wirklich gar keine Ahnung haben und die dann halt vielleicht noch damit gelockt werden. Ich sag nicht, dass die das gut gemacht haben. Ja, ich will nur sagen, dass da, glaube ich, die Angst einfach zu groß ist, zu viele Leute irgendwie zu sitzen zu haben, die halt überhaupt nicht wissen, worum es da geht. Aber was ist der, also ich habe es da nicht so ganz verstanden, geht es erstmal darum, die Leute nur ins Kino zu kriegen oder dass die Leute auch rausgehen und sagen, nee, also, was ist das, was ist wichtiger, die Leute erstmal anhand von einem Trailer ins Kino zu locken, aber das Risiko einzugehen, dass sie enttäuscht wieder rausgehen? Oder willst du es nicht eher so, dass du die Leute ins Kino lockst und sie rausgehen und ihren Kumpels oder wem auch immer erzählen, Alter, geh da rein. Aber wenn du einen Film machst, wo du dich 1 Stunde langweilst, dann ist das doch, ich meine, der Film sieht ja gut aus, der sieht ja hochwertig produziert aus, der hat ein paar nette Splatter-Effekte und so, aber er ist einfach 1 Stunde lang stinklangweilig. Das will doch keiner. Ist das Babelsberg? Babelsberg und Malta. Dann weißt du ja, dann ist es letztendlich nur Steuergeldverbrennung und die hatten eine gute Zeit, die haben das Team bezahlt, alles schön und am Ende muss vielleicht kein erfolgreicher Film draus werden.
Vielleicht muss es niemand angucken. Wieso? Böse gesagt. Erklär mal Babelsberg, da höre ich doch Nicht Babelsberg im Allgemeinen. Nicht den Ast absägen. Das Thema Filmförderung ist halt so ein Ding. Also meine Filme, die habe ich jetzt alle independent, unabhängig produziert, weil eine Filmförderung solche Filme nicht umsetzt. Das ist cool, dass sie sowas gemacht haben. Aber ich glaube, die haben dann auch nicht diesen Druck, dass diese Filme finanziell erfolgreich sein müssen. Die gucken da nicht so auf die Zahlen. So. Und dann machen sie halt irgendwie. Ich hab den ja nicht gesehen, keine Ahnung, vielleicht ist er geil. Vielleicht hast du nur das Scheiß, weiß nicht. keine Ahnung. Aber ich würde jetzt sagen, vielleicht haben sie einen cool aussehenden Film gemacht und der muss jetzt keine 50 Millionen einspielen, kann ich mir vorstellen. Okay. Naja, gut, aber war schon ein Flop, ne? Also muss man auch dazu sagen. Deswegen, sag ich ja. Also, das ist ja das Thema Filmförderung. Die Filme sind ja nicht dafür gemacht, um erfolgreich zu sein. Ja. Einmal noch schnell, was hast du als letztes gesehen? Ach so, Achso, ich habe was nachgeholt, ich glaube von 2013, Klassiker habt ihr vielleicht auch gesehen, Coherence habe ich mir. Ja, oh, der ist nice, der ist super. Auf den halt, ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwie Bock, hab den nie gesehen und ich dachte, ey, ich brauch mal sowas, der ist was nice. Für den Kopf, so ein bisschen Science-Fiction, so Alter, was geht hier ab? Was und, wie fandst du? Ich fand den ziemlich geil, ja. Muss ich sagen. Ja. Das ist so ein Film, da habe ich jetzt schon Bock, den nochmal zu sehen. Falls ihn keiner... Je weniger man drüber weiß, desto besser. Ja, aber so ganz gut. Es geht nur um eine Dinnerparty, die ein bisschen komisch wird. Um eine Dinnerparty, Leute kommen zusammen, schnacken so ein bisschen und dann kommt es zu einem Ereignis und ich möchte nicht mal sagen was, weil das vielleicht schon die Stoßrichtung vorgibt und ab da passieren Dinge, die man von Anfang an noch nicht absehen kann und das ist echt so ein Film, der ist aus und du denkst, okay, ich muss den sacken lassen, aber lass uns den morgen nochmal gucken. Ja. Ich will den noch mal ein bisschen Mindfuck. Also ja, genau. Und du merkst, wenn du checkst, worum es geht, bist du auch echt aufmerksam und achtest irgendwie so auf alles und denkst so, okay, was entgeht mir jetzt gerade? Sehr, sehr gut und vor allem super geil gespielt. Ja. Also ich habe gelesen, dass die Darsteller hatten alle nur so Cue-Cards, die wussten ganz grob, worum es in der jeweiligen Szene geht, aber konnten ansonsten improvisieren. Und das merkst du, die spielen so gut, die haben so eine krasse Dynamik. Ich saß echt davor und ich dachte, selbst wenn jetzt nichts passieren würde, aber nur diesen Leuten beim Dialog zuzuhören, die sitzen um Küchentisch und labern irgendwie einfach. War echt eine Wohltat, also hat mir richtig gut gefallen. Und das war wieder so ein Beispiel von, es muss nicht irgendwie immer 250 Millionen Budget dahinter stecken. Da ist ein Typ, der hatte eine Idee, ein Drehbuch, hat ein paar coole Schauspieler eingeladen, hatte 7 Tage Zeit, einen Film bei sich zu Hause zu drehen. Und es kommt was richtig Gutes raus, was aber niemals Erfolg haben wird. Der wird nicht damit reich. Aber vielleicht gehen irgendwie da so Türen auf und der Typ kann dann irgendwie in 2 oder 3 Jahren kann er sein großes Traumprojekt umsetzen. Was ist aus dem geworden? Weiß ich nicht. Ich hoffe, er konnte sein großes Traumprojekt. Die fantastische. Ja, warte mal, guck mal. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was eben geworden ist. Und wie gesagt, der Film ist ja nun auch schon von 2013, glaube ich, ist jetzt 10 Jahre alt, ey. Die letzte Vater Demeter, okay. James hat er gemacht. Ja. Ja, das wär's. James Wood, nee, hat dann auch nicht mehr wirklich viel gemacht. Also, Pirates of the Green Tales of the Code. Ich glaube, da war Kameramann Mad oder Locked. Schnitt oder irgendwas hat er gemacht oder Produktionsdesign. Weiß ich nicht. Ey, also, vielleicht hat es für ihn auch nicht geklappt. Der hatte jetzt irgendwie ein so Fraktalus. Ding. Fraktalus. Fraktus. aber der war schon vorher. Nee, schade, der hat dann dieses eine Ding gemacht und ja, gut. Dann nicht mehr wirklich was. Ja, aber James auf jeden Fall kann ich echt nur empfehlen, wer so auf etwas abseitigere Geschichten steht, so ein bisschen auf so diese Twilight-Zone Herangehensweise, so eine Geschichte, so eine abgefahrene Ausgangslage. Die man so durchexerziert, wo man ein bisschen, trotzdem ab. Wie man ein bisschen mitdenken muss. Richtig gut. Kann ich, also echt, schöner Film, Coherence, mal anschauen. Der hat am Drehbuch von Rango mit. Der hat das Drehbuch von Rango geschrieben. Ja. Ja, und davor war der. Und Rango fand ich auch klasse. Im Art Department von Baby Driver und Pirates of the Caribbean. Okay. Es hat also, war so ein Herzenswunsch von ihm. Und macht jetzt eine Serie namens Shatterbelt. Okay. Ja, cool. Vielleicht wird das Flop, vielleicht wird das geil. Ja. Aber so Filme so gerne. Kennst du auch diesen Invitation? Ja, schon, an den habe ich auch erinnert. Ja. Das sind so die beiden Filme, an die man immer gerne mal, die man immer so zusammen dann nennt, wenn man von Coherence spricht oder wenn man von Invitation spricht. Weil die Coherence fand ich noch ein bisschen straffer als Invitation. Ja, ja. Also wenn man Invitation 1 vorwerfen möchte, dann ist es vielleicht, dass es sich schon sehr viel Zeit lässt, bis es so langsam mal anfängt, spannend zu werden. Und Invitation, finde ich, merkt man so ein bisschen an, dass er halt auf ein Bild quasi. Ja. Aber das war auch geil. Ja, das war geil. Aber man merkt halt schon, dass der halt so ein festes Ziel hat. Ja. Und bei Coherence, finde ich, ist die Idee, die trägt sich deutlich länger durch den Film hindurch, die dieser Film hat und die er dann halt auch wirklich ausspielt, beziehungsweise anhand von verschiedenen Situationen immer wieder neu einordnet. Also beide enden mit einer starken Szene und die eine ist auch visuell auch wirklich so, und die andere ist mehr,
okay, what? Was ist gerade passiert? Moment, what? Und dann ist der Film vorbei. Ja. Ja. Für unsere Zuschauer, wo hast du den gesehen? Hat mir ein Kumpel ausgeliehen. Ach, weil die kannst du nirgendwo streamen, ne? Ich habe den auch bei Letterboxd irgendwo Coherent markiert. Ja, schade. Ah, den kriegst du kaum ran. Wirklich? Ja. Also auf den Streamern ist so viel Schrott. Ja. Aber jetzt mal echt. Und die Filme. Ja. Gut, da wären wir ja schon beim Thema. Was gibt's zum Streamen? Was gibt's im Kino? Was gibt es neu in den Mediatheken? Das erfahren wir jetzt. Take one. I could be another perfect mistake, another promise that I can't wait to break. Pretty lies to you to disguise the truth. I can taste you on the tip of my tongue, so addicted now. Der Teufel gibt nie auf. Hat keine Angst. Ein Mädchen lebt. Ich glaube, er hat eine Mission. Ah, Klappe der, zu. Der ganze Film perfekt zusammengefasst. Ja. So, ach, das war Exorzist, ja? Ja. Ah, okay. Gut, was haben wir heute? Im Kino starten folgende Filme. Unter anderem ein Film von den Machern von Philomena. Kennt ihr den? Den schwarzen Film mit June Skip? Der war, oder nee, war das? Nein, Philomena ist auch mit der war eine Braska. Judi Dench, glaube ich. Ja, genau. Ja, wo sie das Kind sucht. Ja. Ja. Die haben jetzt einen Film gemacht, der heißt The Lost King. Und da geht es um die Geschichte von dieser Hobby-Archäologin, die 2012 die Gebeine von Richard III. Auf einem Parkplatz in Leicester gefunden hat, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Das haben hier Stephen Frears, glaube ich, dann Steve Coogan und noch ein paar andere Jungs haben mit Sadie Hawkins daraus einen Film gemacht, der davon handelt, dass sie jetzt halt sich, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, genau, weil sie ein Theaterstück gesehen hat, versucht sie sich jetzt halt oder interessiert sie sich für Richard III. Und möchte eigentlich das Bild, das Shakespeare von ihm gezeichnet hat, ein bisschen korrigieren. Und begibt sich auf Spurensuche. Und das ist halt wirklich passiert. Ja. Und ich glaube, ich werde mir den Film angucken, weil Philomena mochte ich. Den habe ich gern geguckt. Philomena war schön, ja. Sehr anrührend. Genau. Ich denke mal auch, der wird rührend und witzig sein und so. Und wie gesagt, ich finde die Geschichte faszinierend. Dass die diesen Leichnam halt wirklich auf einem Parkplatz gefunden haben. Wie, Moment, also hat sie ihn gefunden, nachdem sie angefangen hat zu suchen? Ja, oder ist sie da auf dem Weg zum Auto, guckt sie nach unten? Nee. Knochen sie hat Richard schon wirklich intensive Spurensuche. Sie hat ja angefangen, sich für Richard III. Zu interessieren. Ich wette, er liegt hier auf diesem Parkplatz. Und nee, also sie hat dann wirklich mit Historikern und sich unterhalten und ist auf Spurensuche gegangen und hat den dann gefunden. Leute, geil. Wir sitzen zu Hause, gucken Netflix und werden dicker und schwammiger und irgendjemand zieht los. Okay, nein, ich muss jetzt die Knochen von Richard III. Finden. Okay, und sie macht's. Ja, und das ist 11 Jahre her. Crazy. Okay. Mit Sadie Hawkins und Steve Coogan dann auch noch ganz gut besetzt, so, ne? Also,
Dementsprechend. Das ist wieder so ein Film, da kommt man raus und findet den ganz erbaulich. Ja. Und denkt sich insgeheim aber auch, hätten wir nicht ins Kino für gehen müssen. Aber keiner will es laut sagen, weil der Abend war so nett. Ja, aber wenn du den zu Hause guckst, guckst du die Hälfte der Zeit aufs Handy. Es geht auch nicht. Ja, gut. Ein Film, bei dem man das deutlich besser machen kann, denn man verpasst nicht unbedingt so viel, ist ein Film namens Freelance mit John Cena und Alison Brie in der Hauptrolle. John Cena spielt einen ehemaligen Soldaten, der erst Anwalt war, dann Soldat wurde und dann wurde er halt verletzt und dann ist er halt wieder Anwalt geworden. Und er steckt jetzt so in der Familien, sag ich mal, Idylle fest, fühlt sich ja nicht so ganz wohl, aber er kriegt von seinem Kumpel Christian Slater jetzt ein Angebot, Personenschutz für eine Journalistin, gespielt von Alison Brie, die möchte in irgendeinem fiktionalen südamerikanischen Staat einen sogenannten, ja, Regimeführer irgendwie interviewen und braucht dafür halt Personenschutz. Und Mason Petites, so heißt John Cena in diesem Film, begleitet sie darauf hin und es passiert, was passieren muss. Der Konvoi wird angegriffen und die landen im Dschungel und werden halt versprengt und müssen sich jetzt irgendwie gegen sämtliche Widerstände, die ihnen da im Weg stehen, zur Wehr setzen. Es wird wacky. Ja, und das ist so eine Mischung aus, also da gibt's jetzt in letzter Zeit so einige Filme. Da gab's diesen Shotgun Wedding mit Jennifer Lopez und Josh Duhamel. Ja, ja, das war die erste Sneak im Passage, in der ich je war. Ich war mit jemandem in der Sneak und ich dachte, ey, also ich habe gehört, da kommen öfter mal gute Filme, gerade Horrorfilme, und ich sitze da und sehe Shotgun Wedding. Das war geil. Das war ich großer Fan von. Ja, oder Lost City. Lost City mit Sandra Bullock und Channing Tatum. Ich finde, in diese Kerbe versucht dieser Film zu schlagen. Da gibt's Gags, die werden wahrscheinlich bei Leuten für Schenkelklopfer sorgen. da gibt's aber auch Gags, die meiner Ansicht nach diesem neuen Deadbeat-Humor-Verständnis der Amerikaner irgendwie entspricht, wo du halt da sitzt und dir denkst, war's das jetzt? Mhm. Also, kommt da jetzt noch was? Oder war das jetzt schon der Gag? Und das ist nicht so, wo du halt schon vorher begreifst, dass dieser Gag eigentlich niemals ein richtiger Gag sein wird, sondern wo du halt die ganze Zeit darauf wartest oder irgendwie das Gefühl hast, da fehlt irgendwas. Oder diese typischen, auch dann wieder diese typischen Dialoge, er sagt was und dann: Wie, du hast wirklich das und das und das gemacht? Das hasse ich so sehr, ey. Ja, also das ist halt einer dieser typischen Filme und ja, Culture Clash und die ganzen Tropes, die man halt so kennt, werden mit reingebaut. Da gehen Gags hin, um zu sterben in diesem Film. Ungefähr. So wirkt er. Ja. Ich habe den auch in der Sneak gesehen am Montag und sind 4 Leute gegangen und es war nicht so gut besucht. Also ich war der Einzige, der noch drin saß, sitzen musste. Ich fand den leider nicht so toll, muss ich sagen. Also die Comedy hat überhaupt nicht gezündet. Die Action hat gar nicht gezündet. Es war fast keine Action zu sehen irgendwie in dem Film. Aber dann gibt's dann so blutige Einschläge. Das fand ich ja wieder cool. Also dann gibt's dann wirklich so ein paar richtig harte Szenen. Platz-Packs und so, ne? Ja. So handgemachte Effekte. Und dann fragt man sich, was haben die denn jetzt hier drin verloren? Ja. Also die passen halt eigentlich nicht zum bisherigen Ton des Films. Kommt so nach einer halben Stunde, gibst so einen Einschuss und denkst, oh cool, wird das jetzt so richtig blättrig? Nee, wird's auch nicht. Es macht irgendwie, die Figuren sind, würde ich auch sagen, plass. Irgendwie bist du bei keiner mit dabei, du interessierst dich nicht dafür. Und die Kernaussage ganz am Ende vom Film fand ich auch ein bisschen schwach, ohne was zu spoilen, aber letztendlich wirst du glücklich, wenn du reich bist. Ja, so. Das kann aber ja durchaus sein. Ey, ich denke mal, der wird sein Publikum finden, aber es ist nicht mehr mein Humor, der da irgendwie getroffen hat. Lost City war halt besser. Aber wenn wir schon bei komischen Aussagen sind, können wir zu To Catch a Killer kommen. Ja, ich würde erstmal, ich weiß nicht, das wäre eine schöne Überleitung gewesen. Aber okay, gut. Dann machen wir Catch a Killer. Hä, mach deinen Plan. Nö. ist mir weil ich die Aussage auch bei To Catch a Killer, ohne jetzt zu viel zu verraten, es geht halt um einen Amokläufer, der gefangen werden soll von, wie heißt er? Ben Mendelsohn und wie heißt sie? Charlene Woodley. Als er ist FBI, Agent, der schon alles gesehen hat, älterer Herr, so, ich weiß schon alles und so. Und sie ist die junge, aufstrebende, Jodie Foster-mäßige Polizistin, glaube ich. Polizistin, ja. Die natürlich vom FBI nicht ernst genommen wird. Was will die Junge hier? Sie soll Schnauze halten, die hat keine Ahnung, wir wissen, wie der Hase läuft. Aber er sieht in ihr
etwas, dass er merkt, sie hat da was, sie hat eine gute Auffassungsgabe, sie ist ehrgeizig, hat natürlich ihre Probleme, wie alle weiblichen Cops in allen Filmen, hat sie ihre Probleme, aber sie möchte halt diesen Fall lösen von einem Amokläufer, der einfach wahllos Leute sniped in angeblich Baltimore, ist aber, glaube ich, geschossen in Quebec. Baltimore ist zu gefährlich, um Filme dort zu drehen. Das fällt ja gar nicht auf, wenn irgendjemand tot umfällt. Genau. Und ist eigentlich so von der Prämisse, warum ich auch Bock hatte auf den Film, ist so ein bisschen so, klingt wie so ein schöner 90s Whodunit-Thriller, ja, genau. So, ne? In alter Machart. Und so fängt der auch tatsächlich an. Leider finde ich, dass der Film ab der Hälfte richtig dumm wird. Also richtig dumm und auch von dieser spannenden, wer war's und zwischenmenschlichen Beziehung und so weiter zu so einem absoluten 0815 Trope wird. Mit einer sehr fragwürdigen Aussage, weil am Ende wird halt diesem, ohne jetzt zu viel zu verraten, wird halt auch so begründet, warum der Amokläufer im Prinzip die Leute sniped, und dann ist es natürlich Kapitalismus. We live in a society. Genau, und ja, ja. Er hat halt. Ich bin nur ein Opfer des Systems. Und er hat halt Sachen gesehen, die ihn dazu gebracht haben, dass letztendlich es wird im Prinzip. Am Ende, so habe ich das zumindest interpretiert, gerechtfertigt, dass der 200 Leute sniped, wo ich mir gedacht habe, so, okay, der kriegt jetzt hier den, also, können wir mal festhalten, dass es einfach ein Amokläufer ist, der einfach Unschuldige umgebracht hat und nicht so ein Verständnis kriegt. Ja, klar, der hat 200 Leute umgebracht. Aber hat auch einen Punkt. So, weil, also so wirkte das dann am Ende, und es passieren dann so viel dumme Sachen und vorhersehbare Sachen, um künstlich Spannung aufzubauen. Und das hat mir den, muss ich dann leider sagen, am Ende doch ganz schön kaputt gemacht, den Film, der echt gut anfängt. Gute schauspielerische Leistung von Shailene Woodley und Ben Mendelsohn. Und ich das interessant fand, dieser ältere FBI-Agent und diese junge Aufstrebende, das fand ich, da war so viel Potenzial für einen richtig guten Thriller. Und den dann so leichtfertig, so dumm herzuschenken, das hat mich fast ein bisschen geärgert. Geht auch ein bisschen zu lang. Der Film, also, ist dann auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, der geht über 2 Stunden, glaube ich. 2 Stunden, glaube ich, genau. Ja, und kann man machen, wenn man mal Bock hat, wieder so einen Thriller zu gucken. Wird auch nicht jeder so scheiße finden wie ich jetzt. Oder so schlecht. So scheiße fand ich ja nicht, aber ich fand, der hat dann echt den Ball fallen lassen in der zweiten Hälfte. Ich geb mit. Also ich fand die ersten beiden Drittel tatsächlich noch gut. Da merkt man aber auch eigentlich, dass der Film was anderes möchte, als die Jagd nach diesem Schützen da irgendwie zu erzählen, sondern sie gehen dann ja noch, das hat man ja im Trailer gesehen, sie müssen ja noch irgendwann auf so eine Müllhalde, weil da halt eine Spur, sag ich mal, aus Versehen im Müll gelandet ist, und der wollen sie natürlich nachgehen, und dann steigen sie diesen Müllberg dann so hoch, und dann siehst du, wie die Kamera so hochschwenkt, und du hast so richtig fettes, breites Panorama nur von Müllbergen. So. Und du siehst halt vorher noch, du hörst so viele Sätze und du siehst so viele Bilder, die eigentlich den Film eher so als Zustandsbeschreibung Amerikas irgendwie kennzeichnen, als wirklich ein Thriller, so, bei dem es darum geht, anhand von Spuren rauszufinden, was war los. Das geht, das wird auch noch gemacht so, aber ich finde, das eigentliche Ziel des Films merkt man anhand der Dialoge und anhand der Bilder, dass da ein anderes vorhanden ist. Und trotzdem muss ich sagen, die Eröffnungssequenz, also dieser erste Massenmord, sag ich mal, die fand ich schon sehr geil inszeniert. Ja. Und ich fand auch die zweite Action, also Action-Sequenz, die man in diesem Film hat, die fand ich auch noch cool. In dem Haus da. In dieser Einkaufsmall, ja, wo du halt fast alles nur aus diesen Überwachungskameras siehst. Das fand ich auch noch richtig cool gemacht so. Aber ich gebe dir recht, ey, spätestens im letzten Drittel kommen dann Entscheidungen und Szenen, wo ich mich gefragt habe, was? Also, wie passt das jetzt? Und das Finale ist auch richtig dumm. Ich verstehe in gewisser Weise, dass man sich vielleicht da so ein bisschen dann, ja, wieder irgendwie ans Publikum wenden wollte, dass vielleicht dann auch so eine richtige Thriller-Auflösung oder so ein Thriller-Plot irgendwie erwartet, die dann halt irgendwie da auch noch zufrieden aus dem Kino gehen wollen. Aber ey, ich hab's auch hier mit Tino schon besprochen, wie geil wäre es gewesen, wenn diese Figuren, die da irgendwie eigentlich nur versuchen, im System klarzukommen, wenn die halt so wie bei Memories of a Murder ständig nur ins Blaue ermitteln, beziehungsweise, oder wie bei Zodiac,
Ja, dass du halt dann am Ende halt eben keine Erklärung, keinen Buhmann, keinen Sündenbock für irgendwas hast, an denen du dich kurz ja, oder du machst es clever, wie bei Schweigender Lämmer oder Sieben oder so, weil das sind ja die Filme, mit denen sich der auch dann irgendwie so ein bisschen vergleichen will. Ich fand es ein bisschen komisch, dass Tino da 4 Sterne gegeben hat. Was gibst du denn an den Großen des Genres? Mehr? 5. Ja, aber dafür ist mir die Diskrepanz zwischen 4 und 5 dann nicht gegeben. Ja, also dafür ist der schon aber deutlich schwächer. Bei Tino musst du auch sagen, der hat jetzt so viel Tollywood geguckt. Ja, da hat ein bisschen die Connection das verloren. Gehört, das ist ein Hattest du den gesehen? Ich habe den nicht gesehen, nee. Und also ich muss sagen, was du gesagt hast mit der Message am Ende, das finde ich so unsympathisch, dass ich, glaube ich, keinen Bock drauf habe. Weil ich, vielleicht liegt es am Alter, ich weiß nicht. Aber ich habe mittlerweile nahezu keine Toleranz mehr für dieses, ich bin selbst irgendwie immer nur Opfer und ich kann ja gar nicht anders, als durchzudrehen und Unschuldige abzuschlachten. Also was für eine verquere Rechtfertigung also der eigenen Unmenschlichkeit. Das führt ja direkt in die Hölle. So. Und ich habe den Film ja nicht gesehen, deswegen, ne, es ist alles nur, ich reagiere nur auf das, was du gesagt hast. Und ich meine, also du kannst es im Film ja schon zeigen, aber ich finde, du musst auch klar machen, dass das nicht eine Rechtfertigung tatsächlich sein kann, sondern nur im verdrehten Kopf desjenigen, der so handelt. Aber wenn der Film wirklich so rausgeht, so nach, dass du echt da so rausgehst und denkst, ja, vielleicht konnte er wirklich nicht anders. Und man hat so eine Empathie und auch der Arme. Ich würde so sogar noch weitergehen. Finde ich absolut ätzend. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde sogar, dass der Film am Ende den Täter glorifiziert. In einer gewissen Weise. So nach dem Motto, ja, dann Punkt. Und das finde ich halt im Kontext zu diesen recht schockierenden Attentatsszenen. Und wenn man mal überlegt, dass es sowas ja in echt gibt, wenn man an dieses Las Vegas-Shooting und so ja. weiterdenken. Das fand ich richtig krass. Also das fand ich wirklich fragwürdig, wie man das in Einklang bringen will. Wo du gehst ja auch nicht zu diesem Las Vegas-Shooter und sagst so, ja gut, aber der ist durchs Gesundheitssystem in Amerika gefallen. Ist doch klar, dass der einfach mal in ein Konzert reinballert. Also diese, das hat, da hätte man dann sich die Message einfach sparen sollen und konsequenten Thriller von einem Mörder erzählen sollen. Aber dadurch, dass sie versuchen, auch noch sozialkritisch und kapitalismuskritisch und ich kann jetzt nicht alle Sachen, alle Themen ansprechen, die da in dem Film angesprochen werden, weil ich sonst zu viel verraten würde am Ende, wer der Mörder ist. Aber da spielen noch andere Themen eine Rolle, wo ich gedacht habe, so Leute, ey, lasst doch mal in jedem Scheiß Hollywood-Film, den ihr macht, muss doch nicht in immer jetzt spoon-fettet irgendeine Message mit rein, ey. Ohne das, Sozialkritik geht es nicht. Ja, aber es ist, also ist ja okay, wenn irgendwo eine Sozialkritik, lass mich die doch dann wenigstens finden oder erahnen oder so, aber hau die mir nicht mit wie so ein Fisch ins Gesicht, ey. Also, ja. Ja. Wie gesagt, ich fand ihn nicht ganz so schlimm wie du, aber ich fand ihn noch nicht wirklich so gut wie Tino, weil vor allem halt auch Ben Mendelsohn da ist und mindestens 3 Mal die gleichen Sachen sagt. So. Und ich habe mir halt irgendwann auch gedacht, ja, ich habe es verstanden. Und dann kommt nämlich wieder der Punkt, den Eddie angesprochen hat, der ist halt am Ende des Tages auch eine Viertelstunde zu lang für die Geschichte, die er halt nicht ganz... Ja, also ey, Leute, ihr habt jetzt keine gute Werbung für den Film gemacht. Ja, aber ich fand ihn niemals gedacht, dass der ins Kino kommt, ehrlich gesagt. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so verheerend so. Also ich fand, der hat schon nee, aber sowohl die gute Momente, die gute Bilder, wie auch gute Inhalte. Die Lebenszeit ist aber zu kurz für Filme, die nicht komplett scheiße sind. Ja, wir haben nur noch Zeit für überragend. Gut, dann handel doch mal schnell... Willkommen bei Kino Plus. Dann handel doch mal schnell Der Exorzist Bekenntnis ab. Bei dem er überragend. Moment, das war der Kinofilm, ne? Yeah. Ja, und nicht die Doku, weil nicht die Doku auch noch. Ja. Ja. Der Exorzist Bekenntnis ist wie nahezu alle Neuauflagen von berühmten, bekannten Filmen, gerade Horrorfilmen, exakt dasselbe, was wir vor 40 Jahren schon gesehen haben, nur größer, dümmer und lauter und überflüssiger. Er erzählt exakt dieselbe Geschichte wie in Der Exorzist nach. Nur das krasse Neuerung hier, diesmal nicht 2 Mädchen von dämonischen Mächten besessen, nicht 1 Mädchen von dämonischen Mächten besessen wird, sondern gleich 2 Mädchen. Und man hat sie gerade im Trailer schon gesehen, Ellen Burstyn, die Mutter aus dem ersten Teil, ist wieder da, damit wir die Member Berries auch pflücken können. Ach, hey, Blanker, weißt du noch? So. Und ansonsten gibt es wahnsinnig viele Verweise und kleine Anspielungen auf den ersten Part, aber gibt's denn die Musik? Die Musik wird ganz dezent angespielt, ja, Tubular Bells auf jeden Fall. Sie haben aber schon einen neuen Soundtrack eingebaut. Und okay, pass auf, ich sag mal was Positives. Was mir wirklich ganz gut gefallen hat, war die eigentliche Hauptfigur, beziehungsweise die zweite Hauptfigur, das ist nämlich der Vater, genau, der da. Der spielt Leslie Odom Jr. Der spielt wirklich gut, der hat einen sehr natürlichen Charme, der, also auch die Dynamik mit seiner Tochter, das kommt wirklich cool rüber. Und ohne jetzt so viel zu spoilen, aber das passiert in den ersten 20 Minuten, deswegen ist kein Spoiler, aber seine Tochter zusammen mit einem anderen kleinen Mädchen, die kommen dann eben halt, die
werden dann besessen und die verschwinden irgendwann für 3 Tage im Wald. Und so, und als sie wiederkommen, ist irgendwas mit denen seltsam. Und diese vielleicht 12, 15 Minuten. Da war der Jumpscare. Als die Eltern nicht wissen, wo ihre Tochter ist und dann kommt die Polizei und sie suchen nachts im Wald die Spuren. Also das fand ich wirklich überzeugend. Und ne, wir hatten es ja auch schon oft davon, wenn man selber mittlerweile ein Kind hat, das sind so Szenen, die fand ich wirklich bedrückend, weil genau da. Wenn so allmählich aus der ersten Beunruhigung wird so Angst und aus Angst wird Panik, wo ist die Tochter? Und dann suchst du da nachts im Wald und stellst dir das Schlimmste vor. Das fand ich wirklich cool, kam gut rüber. Aber ansonsten wirklich, also der erzählt einfach 1:1 den Exorzisten nochmal nach, aber hat weder die Bildgewalt vom ersten, also die Tricks sind nicht so überzeugend, er ist nicht so schockierend wie der Original-Exorzist. Und das Allerschlimmste, und das darf ein Horrorfilm überhaupt nicht sein, bei allen Mängeln, der ist einfach langweilig. Der ist wirklich, ich habe den mit jemandem geguckt, und also die guckt auch nie Horrorfilme, das ist jetzt zu krass. Und die kam auch raus und meinte, das war einfach langweilig. Also ich musste zu keiner Sekunde weggucken, das war alles öde. Da passiert einfach nicht viel. Von daher, ja, es ist ein David Gordon Green Film, ne? Der hat ja schon die letzten 3 Halloweens an die Wand gefahren. Und soll noch 2 davon machen, ne? Ja, jetzt ruiniert er gerade der Exorzist. Ich weiß nicht, warum der Mann noch Horrorfilme drehen darf. Er kann es einfach nicht, muss man mal festhalten. Er kann's nicht. und von daher ist das so ein Film, ich weiß nicht. Der ist von David Gordon Green? Ja. Ey, und ungelogen, wirklich, ohne Scheiß, das ist keine Überhöhung, damit ich jetzt einen billigen Lacher abstaube. Die allererste Szene ist ein Jumpscare. Wirklich, es ist dunkel und der Film geht los mit einem Jumpscare. So, das hat man auch im Trailer gesehen, so 2 Hunde beißen sich. Und man, so ein ganz lautes und alle zucken da zusammen. Und wirklich, Kolja war mit mir, wir haben uns angeguckt und beide gesagt, ich hasse den Film schon jetzt. Und er lief halt genau 1 Sekunde lang. Und also ich fand ihn dann, das klang jetzt vielleicht ein bisschen dramatischer, ich fand ihn nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe, gerade nach Halloween Ends. Das war ja wirklich, darüber wird noch lange zu sprechen sein. Und da oder halt auch nicht. Vielleicht kann man den ja auch kollektiv im Gedächtnis lösen. Nee, das ist so ein. Ich hoffe fast, dass der in 20 Jahren noch an Filmhochschulen auseinandergenommen wird. So, wie kann man einen Film so richtig versauen? So ein Franchise-Film. Wie kannst du alles falsch machen? Halloween Ends. Und so schlimm war Exorzist Bekenntnis. Wie heißt der im Original? Believer, ne? Believer, ja. Ich will immer Beginning sagen, aber es ist Believer. War nicht. Und ein kleines Detail noch. Was mir auch aufgefallen ist, also nicht nur, dass irgendwie die ganzen, also die Jumpscares nutzen sich wahnsinnig schnell ab, auch, man hat das alles schon gesehen, die Mädels reden so mit anderen Zungen, irgendjemand kriegt den Kopf verdreht, ist das alles okay, kennt man. Spider-Walk. So was Ähnliches gibt's auch, jetzt nicht original den Spider-Walk, aber vor allem, ich habe zum Vergleich nochmal den Original-Exorzisten geguckt und der gilt ja immer noch als einer der gruseligsten Filme aller Zeiten. Und so ein Detail, was dieser Film nahezu völlig ausklammert, was ihm auch nicht gut tut, dass er das ausklammert, ist dieses Element, dass der erste so schockierend obszön war. Also es ist wirklich krass, wenn man sich das jetzt anguckt, egal wie abgebrüht man ist, egal was man schon gesehen hat, egal wie cool man ist, wenn du eine 12-Jährige siehst, die sich selber ein Kruzifix in die Vagina rammt und dabei brüllt, Jesus, fick mich, das ist ohne Scheiß. Da denkst du, boah, pff, das ist wirklich, das musst du erstmal verarbeiten, was da gerade passiert. Und sowas macht der Film überhaupt gar nicht. Und da habe ich eine kleine Parallele gezogen zum letzten Hellraiser von David Brückner, der mir auch nicht so gut gefallen hat, weil er auch da, also alles, was so in dem Bereich Sexualität geht und vielleicht auch die unangenehmen Seiten der Sexualität, das traut sich mittlerweile einfach kein Film mehr. Ja. Alle umfahren das und alle tun so, als würde es das nicht geben und Gewalt ist alles cool, aber um Gottes Willen, lass uns bitte bloß nicht Sex und Sexualität ansprechen. Und das macht eben auch Exorzist und dadurch geht dem Film wahnsinnig viel von der Schlagkraft verloren, die das Original hatte. Ja, und deswegen ist mein Appell nur, gebt David Gordon Green keine Budgets mehr. Hast du den gesehen, David? Nee, leider nicht. Ja. Wie viele Teile gab es denn jetzt noch von Exorzist? Es gab einen zweiten, ne? Nee, ich glaube, das ist jetzt der 5., glaube ich. Also es gibt den Exorzist 1, 2, 3. Dann kommt Dominion. Dann kommen diese 2 Filme. In 2 Fassungen. Genau, diesen 4. Teil, den sie einmal komplett neu gedreht haben, weil der einmal, glaube ich, Renny Harlin gemacht hat und dann noch jemand anderes. Genau. Also ich steige bei dieser Entstehungsgeschichte von dem 4. Das sind quasi 2 Versionen vom 4. Teil. Ja, das ist völlig unterschiedlich. Steige ich nicht mehr so ganz durch. Und das wäre jetzt dann halt so gesehen der 6. Film dann, ne? Ja, oder der 5., je nachdem. Ja, also der 5. Teil, aber der negiert ja doch wohl alles, was nach dem... Wie, das ist David Greens Masche, wie Halloween schließt er an den Originalfilm an und alles dazwischen ist nicht passiert. Was? Okay, das ist eine Entscheidung, die kann ich nachvollziehen, weil gerade Exorzist 2 war, je weniger wir davon reden, desto besser. Der 3. war wieder ganz gut. Und es gab ja noch die Serie, 2 Staffeln auf Amazon Prime. Stimmt, gab's ja auch noch. Und die war gar nicht so schlecht. Die war überraschend gut. Hat mir gut gefallen.
Ja. Hat ein paar wirklich unheimliche Szenen und also coole Figuren werden eingeführt. So ein Priester, der vom Glauben abgefallen ist, so ein bisschen irgendwie hat so eine rotzige Punk-Attitüde, aber findet wieder den Glauben zu Gott und so. Also so ein Widerhall zum ersten Teil ist ja auch ein wichtiges Motiv. So. Also ich fand die Serie wenig überraschend besser als diesen letzten Film. Ja. Aber falls ihr euch den Exorzist-Bekenntnis trotzdem anschauen solltet, gebe ich euch den dringenden Rat, geht danach, falls es in eurer Nähe gezeigt wird, bitte in eine Dokumentation, die heute auch noch startet, nämlich Leap of Faith. Ach, die ist im Kino? Der Exorzist. Ach. Ja, das Ganze ist, die ist halt schon ein bisschen älter, die ist eigentlich aus 2019, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ist eigentlich nur ein Gespräch zwischen einem Interviewer und William Friedkin, der halt nochmal seine Sicht und seine, Erinnerungen an Der Exorzist zum Besten gibt. Und das halt eben anhand von Glaube oder den Themen Glaube und Schicksal. Ja, wie er über Glaube denkt, wie das Schicksal irgendwie dazu geführt hat, dass das und alles so drin ist, wie er an diesen Film rangegangen ist und ein paar Anekdoten vom Dreh oder wie gewisse Dinge halt zustande gekommen sind. Und wirklich, das geht knapp 100 Minuten. Ich fand's wieder mal faszinierend. Ich höre Friedkin einfach sehr gerne zu, weil er halt wirklich geile Anekdoten erzählt und auch wirklich auch kein Blatt vor den Mund nimmt und halt wirklich auch ganz Klartext irgendwie zu Sachen, über Sachen spricht, wo Leute vielleicht auch immer was Größeres drin sehen. Mich eingeschlossen, gebe ich unumwunden zu. Aber es ist dann so erfrischend, ihn zu hören, der sagt, ey, warum die Uhr da jetzt in dem Moment anhält? Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, es fühlt sich gut an. Es ist die richtige Sache zur richtigen Zeit. Deswegen habe ich die Uhr angehalten. Ja, ich habe den auch gesehen auf deine Empfehlung hin. Ich fand den auch richtig gut. Und also gerade, jeder kennt das, man neigt ja so dazu, so manchmal so Sachen in so Filme zu lesen oder zu reininterpretieren, die vielleicht nicht unbedingt da sind. Aber es klingt total sinnig. Und irgendwann meint jeder so zu wissen, so was immer so der Subtext ist. Und das ist so ein schönes Beispiel davon, dass du, wenn du mal Macher fragen kannst, dass sie teilweise sagen, das hatte keinen Subtext. So, es gibt diese, das sagt er auch, in Exorzist gibt es so eine Szene, da ist irgendwie am Anfang so die Ausgrabung und so, ne, in Syrien oder wo das ist. Und einer von den Arbeitern guckt so hoch und hat ein milchig-weißes Auge. Und das sieht irgendwie echt creepy aus. Und jeder denkt, das ist Foreshadowing, weil irgendjemand später ein Auge verliert. Und er meinte, nee, das war einfach nur ein Statist, der hatte rein zufällig, hatte der irgendwie so einen Augenfehler und wie so, wir haben es auf Kamera gebannt und wir haben es im Film geschnitten, so mehr war da nicht. Ja. Und das fand ich richtig angenehm und erfrischend, mal sowas zu hören. Aber auch gleichzeitig. Ich glaube, so ist The Wicker Man entstanden. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee. Also, er hat schon sehr recherchiert dafür. Und auf der anderen Seite kommen dann trotzdem, sag ich mal, Erzählungen dazu, wie er halt sagt, dass er sich für diesen Film halt vor allem sehr von Musik hat inspirieren und anleiten lassen, so wie halt Musik teilweise ansteigt oder sonst irgendwas. Genau das wollte er mit dem Film widerspiegeln und beschreibt dann halt auch wirklich ein paar schöne Sequenzen, wie sie halt entstanden sind und mit wem er da zusammengearbeitet hat. Ja, dass er halt diesen Kameramann da gefunden hat, der bei Fidel Castro bei der Revolution mit dabei war und den aufgenommen hat und so Sachen. Und auch wie diese dokumentarische Anmutung des Films zustande kommt und so. Und ich fand alles super spannend und interessant. Und dann auch so Anekdoten, die will ich jetzt nicht verraten, aber es war dann auch interessant zu sehen, dass so ein Friedkin auch mal, also auch so einer, so ein eher Dampfplauderer wie Friedkin, wenn der da so mal wenn er mal persönliche Einblicke gibt, weil da gibt's halt eine echt interessante Anekdote zu dem Soundtrack, zu dem Score von Der Exorzist, wie es dazu gekommen ist, dass das Stück, was du eben vorhin angesprochen hast, überhaupt im Film gelandet ist und was passiert ist, als jemand anderes einen Score für Der Exorzist gemacht hat. Ja, und da siehst du halt mal einen Friedkin, der halt dann an dem Moment auch irgendwie so ein bisschen reflektiert, naja, wie weit bin ich jetzt eigentlich für die Kunst gegangen und war es das überhaupt wert? Ja. Die geilste Szene ist auch, ohne auch zu spoilern, aber ganz am Ende vom Film passiert ja auch was. Und er hat ja irgendwie mit richtigen Priestern gearbeitet teilweise, ne? Keine Schauspieler. Und da musste der einen Schauspieler oder einen Priester in eine emotionale Richtung bringen. Und wie er das gelöst hat, fand ich halt ganz witzig, ne? Ja, aber wirklich ein Typ vom alten Schlag. Ja. So richtig. Und es gibt also diese eine Anekdote, die ist jetzt nicht im Film, deswegen ist auch kein Spoiler, man weiß es. Aber im Original Exorzist gibt es so eine Szene, da wird Ellen Burstyn wird so geschlagen von ihrer Tochter und knallt so voll auf den Boden. Und beim Dreh war es so, dass die Schauspielerin, ohne dass sie es wusste, dass sie halt volle Kanne an so einem Seil zurückgerissen wurde, weil William Friedkin das dem Assistenten gesagt hat, so, ey, ne, aber zieh die jetzt mal so richtig doll. Und die ist aufs Steißbein gekracht, hat sich's angebrochen, musste ins Krankenhaus und so. Stimmt. Und mittlerweile sind die auch wieder cool miteinander.
Aber, also so der Shot, wo sie halt wirklich Schmerzen hat, der ist im Film. Ja, genau, sie schreit da noch und es ist nicht gespielt. Und also die Macher des Films haben dann so halb im Scherz gesagt, der ist echt irre. William Friedkin, der spinnt irgendwie einfach. Das ist keine Kunst mehr, der will. So, und deswegen, ey, ich kann die Doku auch nur Leuten empfehlen, vor allem so ein schöner Subtext ist, und er sagt auch manchmal, so wenn man vielleicht selber Filme macht oder sonst wie kreativ ist, was wir gerade auch schon angedeutet haben, er sagt zu ganz vielen Sachen, ey, das war keine bewusste Entscheidung, ich bin da nicht mit dem Kopf rangegangen, ich wollte da nicht, ich habe einfach, das war eine Bauchentscheidung. So, das fühlt sich richtig an. Genau, follow your instincts. Es war eine Bauchentscheidung und am Ende hat alles super gut funktioniert und heute würde ich vielleicht alles anders machen, aber in dem Moment habe ich mich für den und den und den Shot entschieden, die Musik musste da so und so und der Exorzist ist rausgekommen. Also, das ist ja vielleicht auch mal manchmal ganz nett, so wenn einem so eingeredet wird, nee, hör nicht auf deinen Bauch, das muss alles durch Kreativgremien gehen und alles muss freigegeben werden. So, nee, manchmal hat jemand eine Vision und der sollte man auch folgen und vielleicht haut's neunmal nicht hin, aber beim 10. Mal ist ein Welterfolg wie der Exorzist. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft bei Filmen einfach irgendwas so nach Gefühl oder das, weil es aussieht und im Nachhinein wird irgendwas erklärt, was da vermeintlich der... Ja, das wollte ich sagen. Ich wollte damit ausdrücken, dass, also nee, du hattest einfach keine andere Blumenbase. Ja, die kackende Taube ist Kritik an Kapitalismus. Genau. Ja, oder halt, ne, du hast ein Standing wie zum Beispiel in Ridley Scott, der halt immer noch sagt, irgendwie, oder der darauf angesprochen wird, von wegen, ja, warum regnet es die ganze Zeit bei Blade Runner? Und er so, ja, weil es halt geil aussieht. Ja, ohne Scheiß. Weil ich halt damit ein geiles Bild habe oder dass das Setting halt damit einfach wundervoll ausgestattet ist, so, ja. Und auch gar keine weiteren Fragen mehr zulässt, so, ja. Aber damit ist ja auch eine sehr befriedigende Antwort eigentlich. Ja, eigentlich auch, finde ich auch. Also, Leap of Faith ist meine Empfehlung für diese Woche im Kino. Und trotzdem haben wir noch ein bisschen was anderes zum Streamen oder in den Mediatheken für euch. Machen wir doch mal die Mediatheken zuerst. Da haben wir Krabbat in der Arte-Mediathek, die Romanverfilmung mit David Cross über einen jungen Mann, der von einem Müller in die Zaubererausbildung genommen wird. Der soll auch ganz gut sein, oder? Ja, also ich höre immer wieder, dass der ein deutscher Fantasy-Film. Deutsches Harry Potter bestimmt. Ja gut, Eddie, dann hast du ja jetzt mal Zeit, dich mit etwas Filmgeschichte zu beschäftigen. Roman Polanskis Ekel ist in der Arte-Mediathek. Geht's um Catherine Deneuve, die sehr menschenscheu ist und weil ihre Mitbewohner auch dann übers Wochenende wegfahren, sich halt in der Wohnung verbarrikadiert und dann so langsam sich in einen Wahn reinsteigert. Echt gut. Das klingt interessant. Echt gut. Dann haben wir noch Letztes Jahr in Marienbad. Das ist so wieder ein Film, den habe ich selbst noch nicht gesehen, aber ich bin dankbar, dass Arte genau solche Filme dann immer mal wieder ins Programm nimmt, beziehungsweise in die Mediathek packt, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Lücke mal zu schließen. Der wird ja auch einem immer wieder empfohlen. Es geht um eine junge Frau und einen jungen Mann. Die treffen in einem Hotel aufeinander. Und ich glaube, er offeriert ihr, dass sie sich vor einem Jahr schon mal dort getroffen haben, eine Affäre hatten und gesagt haben, sie treffen sich in einem Jahr wieder. Und bei aller Anstrengung versucht die Frau jetzt nun rauszufinden, ob das wirklich wahr ist oder nicht, weil sie kann sich halt nicht mehr daran erinnern und ist da halt auch wirklich mit einer anderen Person, mit der sie eine Beziehung hat, irgendwie vor Ort. Und er soll sehr surreal sein und sehr wild hin und her springen. Und auch sehr viele Stilistiken beinhalten, die viele Filmemacher später auch noch geprägt haben. Deswegen, das ist für mich jetzt mal wieder so ein Bildungslücke-Schließen-Ding. Und dann ist noch eine Dreiseit-Mediathek für ein bisschen Wohlfühlkino. Almost Famous, über einen jungen Mann, der seine Mutter dazu überreden kann, eine Band auf einer Tour zu begleiten, weil er dafür einen Artikel schreibt für den Rolling Stone. Ja. Den finde ich richtig geil. Das ist wirklich, also ich liebe den. Den mag ich sehr, sehr gerne. Das ist eigentlich ein Martin Scorsese-Film, der nicht von Martin Scorsese ist. Ja, das ist Cameron Crowe, ne? Ja. Also vier gute Filme. Also Almost Famous muss man gesehen haben, wenn man ihn nicht kennt, finde ich. Kennst du den, David? Ich habe noch nichts davon gesehen, aber den packe ich mir auf die Watchlist auf jeden Fall. Almost Famous, wirklich. Also Almost Famous ist, ey, kann man, der geht immer, halt voll durch. Ja, die anderen sind ein bisschen schwieriger, würde ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich sie einmal empfehlen, beziehungsweise darauf hinweisen. So, und dann haben wir noch in den Mediatheken Enter the Void, geil. Ein paar Sachen. Ja, Enter the Void. Gaspar Noé, Out of Body Experience. Ein junger Mann nimmt sehr harte Drogen. Und was wird er gemacht? Er wird umgebracht, ne? Und er stirbt. Ja. Verlässt daraufhin seinen Körper. Auf dem Klo. Auf dem Klo. Und streift jetzt durch, welche Metropole ist es? Tokio. Streift durch Tokio, also sein Geist. Ich sage, mindestens 70% der Leute, die den Film gucken, finden ihn absolut unerträglich. Ja.
Gut, es entscheidet sich allein, die Opening Credits sind schon ein fucking Meisterwerk. Das ist Noé. Der hat, du kommst mit dem Hammer an und haut dir auf die Augen. Und ich muss sagen, ich finde bei Noé auch nicht alles geil. Doch. So, ne? Doch. Also, alles ist alles von Noé. Ja, das, du dir geil. Alles ist geil von Noé. Alles. Aber der Film, ich weiß auch gar nicht warum, der hat mich so krass geflasht, dass, der hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe den mittlerweile durch 3 oder 4 Mal geguckt. Und ich finde immer noch Sachen, die ich, also es gibt einfach auch keinen vergleichbaren Film. Das muss man einfach mal sagen, ja, meiner Meinung nach. Es gibt keinen Film, der das so zeigt und der so faszinierend ist. Ich habe teilweise pausiert, Bilder pausiert, um zu gucken, was abgeht und so. Und dann das Ende ist so ein unfassbarer Mindfuck. Alles in diesem Film ist auf einem anderen Level. Und ich kann total verstehen, wenn man irgendwie sagt, what the fuck habe ich hier gerade gesehen? Aber der lässt einen auf jeden Fall nicht kalt. Und es ist, visuell ist der unfassbar, weil diese Flugszenen über, also aus der Vogelperspektive teilweise über Tokio. Und du siehst da wirklich Statisten in jeder Ecke, in jeder Gasse und so weiter. Und gleichzeitig hat er ja tatsächlich sogar noch so eine Story, ne? Er hat also der ist jetzt nicht nur irgendwie ein visuelles Experiment oder so. Und ich meine, alleine, wie gesagt, schaut euch das Intro an. Wenn euch das nicht schon wegballert, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist für mich ein Film, den habe ich auch, glaube ich, sogar auf 4, habe ich ja auf 4K, auf jeden Fall auf Blu-ray. Das ist ein, den muss man mal. Das ist ein Erlebnis, auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Erlebnis. Ja. Das ist wieder so ein Film. Ich meine, der ist natürlich komplett irre, Gaspar Noé. Das kann man, glaube ich, jetzt wirklich mittlerweile sagen, dass der wirklich einen Dachschaden hat. Also, naja, der Typ lebt auf jeden Fall für seine Kunst. Der macht keine Kompromisse. So, der hat eine Vision und der hat einen Stil und den zieht er immer durch und es ist ihm völlig egal, ob das die breite Masse anspricht, ob das ein Erfolg an den Kinokassen wird. Der macht einfach sein Ding. Der rennt mit dem Kopf durch die Wand, so bis die Wand einstürzt und dann sucht er sich die nächste. Und also ich fand Enter the Void auch echt sehr, sehr geil. Wie ist dieser Film mit den Tänzerinnen? Climax. Das war halt auch so ein Film. Good Feel Movie auf jeden Fall. Hey, der hat, also, da habe ich fast mal zwischendurch ausgemacht. Ich auch, weil, ne, da ist wieder diese Geschichte mit Kindern und ja, so. Das, ja, genau. Den hätte ich vielleicht vor 10 Jahren oder ja, so, hätte ich den noch anders wahrgenommen, aber mittlerweile dieses Kind in diesem Stromraum, das hat mich komplett fertig gemacht. Ja. Aber trotzdem, diese Eröffnungstanzsequenz, die habe ich mir mittlerweile ein paar Mal angeguckt. Zum Glück ist die auf YouTube, ich habe die schon so oft gesehen. Ja. Weil die hat sowas Hypnotisches. Diese Musik, diese Inszenierung, diese Charaktere, die da diesen Tanz machen, ich kann es nicht sagen, was es ist, aber es hypnotisiert mich. Und das ist halt wirklich was Gaspar Noé so kann, dass der irgendwas macht, wo du denkst so läuft hier schon so ein bisschen Schaum so runter. Ja, also ich finde, das ist nicht nur dieser hypnotische Effekt, sondern seine Filme haben auch immer eine unglaubliche Kraft. Also ich finde so in jeder Einstellung, und dafür ist dieser Tanz von Climax, dieser Einstiegstanz, ist irgendwie das perfekte Beispiel, weil also da ist so viel, nicht nur körperliche Spannung, sondern auch irgendwie emotional, was zwischen den Leuten passiert. Irgendwie, es wird nicht was ausgedrückt, genau, du fühlst aber, dass da ist irgendwas, da passiert irgendwas. Und bei Noé, das ist jetzt irgendwie kein Spoiler, aber der macht jetzt auch keine glücklichen Geschichten. Es geht irgendwie nicht darum, ne, Frau sucht Mann und finden sich und Happy End, sondern es passiert immer noch. Wobei, habe ich es nicht neulich in die Gruppe geschrieben, Gaspar Noé hat eine Serie, hat er einen Piloten gedreht für eine Serie. Und da würde man nie denken, dass das von ihm ist. Ich habe aber natürlich schon wieder vergessen, was es ist. Ich sag's euch. Ja, der hat ja auch neulich diesen Film gemacht, Vortex, ne? War auch was völlig anderes mit Dario Argento. Ja, aber der war. Also hast du ihn gesehen? Ich habe den noch nicht gesehen, ne? Ja, guck dir mal an, der ist schon auch niederschmetternd. Ja, niederschmetternd, aber ich meine, so vom Stil her ist ja nochmal was anderes als Enter the Void zum Beispiel oder Climax. Aber das ist hier Hanekes Amour. Ja, daran dachte ich. Und Liebe war auch schon. Ja, ja. Liebe war auch schon heftig. So. Ey, also auf jeden Fall, mein Plädoyer ist auf jeden Fall, Enter the Void zu gucken. Dann werdet ihr rausfinden, ob Gaspar Noé-Filme was für euch sind. Und spätestens mit dem, ja. Spätestens. Das hättest du halt schon bei Menschenfeind irgendwie sagen können. Aber. Und also ich will jetzt keinem irgendwie was unterstellen und auch nichts irgendwem nahelegen, aber vielleicht ist das ein Film, den sollte man wirklich nüchtern gucken. Ich würde nicht dazu raten, was zu nehmen, was den Filmgenuss vielleicht irgendwie noch ein bisschen vergrößern könnte. Bei anderen Filmen mag das angehen, aber ja, hat uns bei Gene würde ich auf jeden Fall weglassen. Richtig, darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, wann hatten wir es hier? Schaum vor dem Mund und so? Also wenn ihr mit Schaum vor dem Mund auf einer Trage rausgefahren werden wollt, dann guckt euch auf Halluzine Gen Enter the Void an. Dann seid ihr aber auch selber schön. Kennst du ihn? Genau, ich habe mich auch direkt daran erinnert, dass das ist ja so ein bisschen Ego-Perspektive auch ganz, ganz oft so. Ja. Die ganze Zeit eigentlich. Die ganze Zeit, ja. Dass er das Augenblinzeln auch animiert sozusagen. Das ist schwarz.
Wird ganz kurz. Und es gibt so eine krasse Szene, wo er am Anfang vor dem Spiegel steht, wo ich mich bis heute frage, wie haben sie das gemacht? Wie hat er das gemacht, ja. Wie haben sie das gemacht? Das ist für mich ein absolutes Rätsel. Krass, ne? Ja. Also ich weiß es nicht, wie es... Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja. Was, wie sie was auch der Unfall haben? Und so, wie naja, das er geht ist. Ja am Anfang, geht er einmal vor den Spiegel und dann dreht sich die Kamera, glaube ich, einmal so rum, komplett einmal und du siehst halt ja sowieso, also du siehst beide Positionen und ich verstehe nicht, wie sie es machen, dass du die Kamera halt nicht siehst. Hm. Ja, also wahrscheinlich haben sie es rausgeschnitten, aber trotzdem ist das dann immer noch ziemlich geil. Oder wirklich stumpf CGI? Nee, weiß ich nicht. Oder bei Irreversibel, so die Fahrt durch die Autoglasscheibe ist das ja auch ist CGI. CGI und so. Ja, ja. Also deswegen weiß ich nicht, ob... Aber, ja, aber selbst dann hast du ja noch das Problem, dass die Kamera zu sehen ist. Und ja, ja, in der Bewegung stelle ich mir halt super ich aufwendig Ich weiß das vor. Auch nicht. Vor allem, wie ist die Kamera im Finale dann auch in das Körperteil gekommen? Wo dann... Ja, das ist auch eine gute Frage. Muss eine kleine Kamera gewesen sein. Also, ja. Falls ihr schon mal einen Coitus von innen erleben wolltet, POV gewinnt durch diesen Film eine ganz neue Bedeutung. So... Dann haben wir noch ein paar Horrorfilme. P.O.P. Einmal ein Film, der heißt Totally Killer, startet jetzt bei Amazon. Auf den bin ich ein bisschen gespannt, weil ich schon ein bisschen was Positives zu ihm gehört habe. Aber der Trailer hatte mich auch nicht so ganz abgeholt. Geht um einen Serienkiller, der nach Jahren jetzt plötzlich wieder auftaucht. Nachdem er schon 3 Mädchen umgebracht hat, will er jetzt ein 4. zur Strecke bringen. Und sein Opfer landet plötzlich durch irgendwelche Umstände im Jahr 1987, wo sie dann auf ihre Mutter trifft als Teenagerin. Och, jetzt erinnert mich voll an hier Final Girls. Ja, ich dachte auch so, ey, Final Girls hatten wir doch eigentlich schon. Ja, dann haben wir Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines. Ist ein Prequel zu der, der bisherigen Friedhof der Kuscheltiere Geschichte. Startet jetzt nun exklusiv auf Paramount+. Ich kann das alles nicht mehr. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Das Remake war doch schon kacke. Ja, aber ich guck dir mal an. Ja, ich gucke mir auch an, natürlich, um dann abzurennen. Ja. Und dann gibt's noch auf Netflix The Pope's Exorcist. Russell Crowe als Pater Gabriele Amort, der wirklich gelebt hat, der Chefexorzist des Vatikans, laut eigenen Berichten 160.000 Exorzismen durchgeführt. Ja, genau, ey. Und hier soll jetzt Russell Crowe irgendwie den Exorzismus an einem kleinen Jungen lösen, was aber halt zu einem Skandal führt, den der Vatikan eigentlich unter Verschluss halten wollte. Beziehungsweise zu einer Sache führt, die der Vatikan schon seit Jahren unter Verschluss hält. So, und jetzt, ich habe den noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Deswegen die Frage... Soll der ernsthaft wirklich ganz gut sein oder ist das so ein Meme-Film? Weil ich habe aufgehört, der wäre tatsächlich überraschend gut, aber ich weiß nicht, ob das ironisch gemeint ist. Ich glaube, warum Leute sagen, der ist überraschend gut, liegt wohl an Russell Crowe, der es als einziger verstanden hat, dass es wohl schon ein bisschen unsinnig ist, was da alles passiert und dementsprechend leicht überzeichnet das anlegt, während der Rest des Films brutal ernst ist. Okay. Ja, also ich glaube, das ist der Unterhaltungseffekt, den die meisten Leute daraus ziehen. Okay. Ja. Ja, aber ich habe auch nicht gesehen, ich werde mir aber auch reinziehen. Ich erinnere so ein bisschen an hier das Recoming Remake. Ja. Nicht ganz anders. Okay. So, dann haben wir noch das Erstlingswerk von Regisseur John Carpenter. Super. Ebenfalls auf Paramount Plus, Darkstar. Es geht um eine Weltraummission. Die Astronauten haben kein Klopapier mehr und sollen eigentlich Himmelskörper, die aus der Umlaufbahn gedriftet sind oder sonst was, sollen sie eigentlich immer zerstören. Aber plötzlich gibt es eine Atombombe an Bord, die eine Art Sinnkrise hat und das sorgt für richtig viel Probleme. Ja, und ein supergeiles Monster. Ja. Ja. Und die Geburtsstunde von Alien. Ja. Also, es war ja eigentlich als Rip-Off von Alien gedacht, so, aber hat inzwischen seinen eigenen, darf man das sagen, Kultstatus erreicht. Ja, schon. Finde ich schon. Ja, ja. Finde ich auch. Also, wenn man mal sehen will, wie mit wenig Geld wirklich doch eine Menge erzeugt wird, der sollte sich Darkstar zu Gemüte führen. Naja, oder? Auch wenn man sehen will, wie John Carpenter tatsächlich angefangen hat, seine Filme zu machen, weil man schon echt so viele Merkmale von seinen Filmen sieht. Also die Kamera bewegt sich jetzt nicht übermäßig oft. Viele Gespräche zwischen Leuten. Also John Carpenter war damals keiner, der jetzt auf krasse Effekte Wert gelegt hat. Da ging es wirklich tatsächlich um andere Dinge. So Minimalismus war schon eher sein Ding. Und da war es vielleicht noch dem geringen Budget geschuldet. Aber ich finde, man sieht schon so ein bisschen die Handschrift von dem Mann, der später dann unter anderem Halloween drehen würde. Und Prince of Darkness natürlich, mein Lieblings-John Carpenter-Film. Von daher auf jeden Fall angucken, ja. Ja, gut. Prince of Darkness ist dein Lieblings? Ja. Ja, cool. Nicht der beste, aber mein Liebling. Das war mein erster richtiger Horrorfilm. Ey, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Geht mir bei manchen anderen Regisseuren auch so. Ja, und dann haben wir noch zum Schluss von Rob Reiner eine Stephen King-Verfilmung. Misery mit Kathy Bates und James Caan in den Hauptrollen. Er ist ein Drehbuchautor, ein Schriftsteller, der nach Fertigstellung seines Buches mit seinem Auto von der Straße abgekommen ist. Sie ist sein größter Fan.
nimmt ihn mit nach Hause und pflegt ihn erstmal gesund, bis er feststellen muss, sie will ihn auch gar nicht mehr gehen lassen. Ja, bevor er nicht noch ein neues Buch geschrieben hat, zum Beispiel. Und ich habe mir den, gestern habe ich mir den nochmal reingezogen. Der ist auch immer noch geil. Ja, ist immer noch gut. Immer noch geil. Ey, diese Momente, die auch dann wirklich diese Oscar-Performance von Kathy Bates auszeichnen, ne? Also diese, wenn sie sagt, ey, wie heißt die, das, die Decke von dem, die der Italiener gemacht hat, so, und er sagt, die Sixtinische Kapelle. Und sie sagt, ja, das und ihr Buch sind die einzigen beiden göttlichen Dinge auf der Welt. Und dann fängt sie so an, mit dem Schwein zu grunzen. Und dreht sich dann, unheimlich. Und dreht sich dann nochmal so in den Raum rein und grunzt James Caan so an. Ey, das ist so ein, aber auch diese anderen kleinen Momente, nachdem, ich drück's jetzt spoilerfrei aus für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, aber nachdem sie getan hat, was sie dann tut, und James Caan sitzt am Fenster und sie ist draußen, Schneeschippen oder so, und winkt ihm so, huhu, und James Caan macht einfach nur so. Und sie so, ha, so ein Scherzbold. Ja. Und wenn du weißt, was vorher passiert ist, ey, ich hab so gelacht beim ersten Mal. Oder ich hab, zum Beispiel, ey, das ist wieder so ein Fall, von wann ist der? 89 oder so, 90? 91. Auf jeden Fall, 91. Auf jeden Fall war ich zu jung, um den im Kino zu sehen. Ich habe den dann wahrscheinlich im Free TV bei RTL oder so gesehen. Und ich habe gelesen, so zumindest in Amerika, in den Kinovorstellungen, als die ersten Leute ihn gesehen haben, dass die Leute geschrien haben in dieser Szene mit dem Pinguin. Wo er diesen kleinen Porzellan-Pinguin stellt er doch wieder hin, aber falsch rum. Und dass Leute wirklich so, nein! Und da wäre ich so gern dabei gewesen, weil, also ich, mir ging's, beim ersten Gucken ging's mir ganz genauso. Ja. Wirklich, du sitzt da vorne und denkst, oh, nein, Alter! Also ein sehr intensiver Film, super geil. Ein geiler Film, der auch zeigt, mit welch minimalistischen Mitteln du halt Spannung und Horror erzeugen kannst. Ne? Es muss gar nicht der krasse One-Shot sein oder irgendwelche Splatter-Effekte oder sonst irgendwas, sondern es ist echt so, das Setting an sich ist das, was einen schon wahnsinnig macht und die Hilflosigkeit, die man spürt, weil du bist ja komplett in der Rolle von James Caan und denkst dauernd, warum macht er nicht das, warum geht er nicht dahin, warum macht er das und so. Das ist ja eigentlich das Schöne. Und James Caan, ich muss sagen, ne, er verblasst natürlich ein bisschen gegen Kathy Bates, aber ich finde, der macht da schon eigentlich einen guten Job. Ey, und ich glaube, also er wurde immer so ein bisschen vergessen, wenn es um Misery geht, weil alle Kathy Bates halt auf jeden Fall immer so gelobt haben oder hervorgehoben haben. Ich weiß, bei uns in der Schule ging immer das Buch rum. Das ist ja dieses große grüne. Und erst ging immer das große rote S rum und da haben alle gesagt, oh, das ist so krass, das ist das krasseste Buch ever und so weiter. Und das traust du dich nicht zu lesen und so weiter. Ich musste abbrechen. Und du hast einfach nur gedacht, so, ich habe erstmal gedacht, so, oh mein Gott, wie viele Seiten. Aber dann so ein Buch, was man abbricht, ist doch nur ein Buch. Und dann kam sie und es war dünner, aber hat auch dieses große Format gehabt. Ja. Und da haben alle immer gesagt, ja, oh, ist aber ein bisschen langweiliger als S und so, ne? Weil alle haben so gedacht, dass das irgendwie zusammengehört. Ja, das war damals, also diese ganzen Paperbacks, die ja diese einfarbig. Ne? So groß. Sie, drei, schwarz, tot, ja, ja. S, so dachte man wirklich, das gehört alles, ist eine Reihe. Ich habe auch mit sie zuerst angefangen. Und dann erst S gelesen, dementsprechend. Und ich habe die alle noch zu Hause stehen, die großen. Ja, das ist ja bei der Dunkle Turm das Problem, dass irgendwie das zweite Buch heißt 3, glaube ich. Ja. Ne? Schwarz, 3, tot. Genau. Blas. Und dass du dann irgendwie aufpassen musst, dass du nicht das falsche Buch zu lesen. Von Glas gab es keine großen. Ich habe sie auch damals dann gelesen, locker 30 Jahre, ach, über 30 Jahre her. Aber ich kann mich wirklich noch an den Anfang, ich weiß noch, wie das Buch losging. Nämlich mit so seltsamen, so Buchstaben, so, also wirklich einfach Kauderwelsch. Und darunter stand, diese Geräusche, Doppelpunkt, trotz der Dunkelheit. So, da wird so beschrieben, wie er so im Koma ist und wie noch alles dunkel, aber so langsam dringt so und er hört so Geräusche. Und ich fand das, ey, ab dem Moment dachte ich, holy shit, Stephen King, du Tausendsasser, du kannst es einfach. Fand ich geil. Und bis heute der Film, ja, super cool. Sag mal, wenn ich da mal ganz kurz fragen darf, du als Stephen King-Experte. Ja. Schreibt der alle, sind alle seine Bücher von ihm selbst geschrieben oder ist das so, dass er mittlerweile seinen Namen verkauft? Nein. Also wenn Stephen King draufsteckt, dann hat der das auch geschrieben. Ja, der ist wirklich ein Arbeitstier, der schreibt. Das ist, also es gibt ja zum Beispiel, kannst du dir auf YouTube angucken, so ein Interview zwischen ihm und George R. R. Martin. Und King fragt dann Martin irgendwann, also nicht wirklich aggressiv, sondern ne, so ist ein Lacher, so, warum brauchst du so lange für so ein Buch? Also Stephen King ist jemand, der schreibt, der arbeitet. Raus, ja. Der, und der meinte auch, hat er schon oft in Interviews gesagt, der hat wirklich einen Tagesablauf. Der steht auf, frühstückt und dann setzt er sich jeden Tag 4 Stunden hin. Weil bei und Tom das ist Clancy seine Arbeit. Oder so ist es, glaube ich, dass der seine Lizenz verkauft. Ja, also nicht jedes Tom Clancy-Buch ist von Tom Clancy. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Nee, das, der ist schon tot. Aber auch damals schon. Also ne, es kommen immer noch Tom Clancy-Bücher raus irgendwie so. Aber bei Steve, das wollte ich nur mal wissen. Nee, der schreibt wirklich.
Also er meinte wirklich, das ist so sein Ding und der würde, glaube ich, der würde eingehen vor Langeweile und Einsamkeit, wenn er nicht schreiben könnte. Der muss schreiben, der hat Output. So, der kann einfach nicht verstehen, wie jemand in seinem Leben nur 3 Bücher veröffentlichen kann. So, er meint, wenn jemand schreibt, dann willst du doch schreiben, sondern schreib. Und deswegen haut er einfach raus. Ja. So, wir hauen auch mal kurz eine Pause raus und melden uns gleich nach diesem kurzen Bumper. Das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili-Rezept. Mit Tomaten, Mais und... Doch nicht etwa Bohnen. Ach Quatsch, das ist Chili-Sin-Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. So, ich muss jetzt noch mal einen kleinen Veranstaltungshinweis abliefern, beziehungsweise haben wir eine kleine Grußbotschaft bezüglich einer Veranstaltung, die jetzt demnächst ansteht. Bitteschön. Hey, Kino Plus Community, my name's Justin Ross and I'm the producer behind such films as The Mortuary Collection, The Old Ways and my new feature, New Life, which is having its German premiere at the Weird Weekender Film Festival in Stuttgart on Saturday, October 21st at 9 p.m. And Daniel, I'm very much looking forward to seeing you again there. So that's Weird Weekender Film Festival. It's going to be running from October 19th through the 22nd at Innstetten Kinos in Stuttgart. And both Daniel and I, we're going to be attending the whole weekend. And I, for one, am super excited about celebrating some German premieres and also some classics together with the Kino Plus community and making some new friends while we're at it. I'm told that tickets and festival passes are available now at www.weirdweekender.de. Thanks. Enjoy the show and I'm looking forward to seeing you at Weird Weekender. Du kennst sie alle mittlerweile. Ja. Ja. Es ist, sieht ein bisschen aus wie ein erwachsener Bud Bundy, fand ich gerade. Ja. Aber das ist nicht böse gemeint. Also, ne? Justin ist echt lieber Dude. So, den habe ich halt auf dem Shivers Festival kennengelernt. Der ist jetzt halt beim Weird Weekender mit dabei. Ich bin auch da. Ich bin hoffentlich spätestens ab Freitag vor Ort, Samstag. Ist sowas wie Fantasy-Filmfest? Sowas in der Richtung, ja. Also es sind jetzt, wie viel sind es? 4 Tage. Und über ein bisschen, also mehr als 15 Filme, glaube ich. Deutschland-Premieren, es gibt Wiederaufführungen. Ich präsentiere zum Beispiel den Blob. Cool. Das Original? Nee, ja, was heißt das Original? Das Remake von 80er. Das ist das 80er Remake mit Kevin Dillon in der Hauptrolle. Weil ja, genau. Ja. Den ich halt letztens nochmal gesehen habe und den fand ich echt... Der ist voll gut. Der ist richtig gut gealtert. Den ist haben so die auch richtig schön transferiert auf HD. So. Ich hab also, den auch neulich erst nochmal geguckt. Und der hat ein paar wirklich... Also klar, ist jetzt nicht kein knallhart ernster, düsterer Gruselfilm, aber der hat ein paar echt harte Szenen. Ja, geile Splatter-Szenen hatte er. Ja. Dann gibt's ja so einen Film... hier, was ist das mit Bruceploitation? Das ist auch lustig. Da geht's halt um all diese... Bruce Lee, Enter the Clones of Bruce, genau. Da geht's halt um die Bruceploitation nach dem Tod von Bruce Lee, wie dann plötzlich die ganzen, ja, Klone auf den Markt kamen. Bruce Lee, Bruce Lee mit I geschrieben und so weiter Bruce und so Lee. Fort. Bruce Lee, ja, was sie halt alles gemacht haben. River ist der neue Film von den Machern von Beyond the Infinite 2 Minutes mit der Zeitschleife. Ah, der war lustig. Der war gut, der ja, war ja. Cool, ja. Und der River, auf den habe ich auch Bock. Dann habe ich noch richtig Bock auf einen Film namens Hazard, der soll richtig schön eskalieren. Dann Blood Machines wohl. Ja, habe ich gesehen. Blood Machines. Der Soundtrack ist natürlich spitze. Ja, ist der, die ist Bilder der, sind auch geil. Ja, ist der Film von Carpenter Brut. Ja, wie jetzt? Ein Brut oder Brü? Ich weiß es nicht, ey. Brut, Carpenter oder? Brut, keine Ahnung. Ist ein Science-Fiction-Opera, Space-Opera. Bisschen surreal. Surreal-Horrorfilm über entführte Frauen und halt mit jeder Menge Synthwave-Musik. Sehr bildgewaltig. Ja. Das ist wieder so ein Film. Den musst du im Kino eigentlich gucken, mit lauter Anlage. Den musst du im Kino gucken und da muss man nicht nüchtern bleiben. Nee. Mach so. mehr will ich dazu nicht sagen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall auch nochmal drauf gespannt. Da freue ich mich, den nochmal auf der Leinwand zu gucken. Der geht auch nicht so lang, der geht nur irgendwie 60 Minuten oder irgendwie sowas. Ne? Ey, ein bisschen länger, glaube ich. Steht's da nicht? 50. Ach, echt sogar nur. Ja, okay. Siehst du, geht nur 50 Minuten. Ja, guck mal, easy. Also auf jeden Fall angucken. Und danach geht's in den Schwarzen Keiler, eine Diskothek in Stuttgart. Da darf ich dann noch ein bisschen auflegen. Passend zum Thema. Ja. Wird es dann Synthwave an dem Samstagabend geben. Ja, aber ey, vielleicht habt ihr Bock. Wie gesagt, Tickets unter weirdweekender.de. Mann. Oder wie das heißt. Und mit ein bisschen Glück sehen wir uns ja dann vielleicht vor Ort. Und mit ein bisschen Glück läuft vielleicht auch einer deiner Filme mal irgendwann. Ja, bei so einer Veranstaltung. Dein Film, dein nächster Film, Rapunzels Fluch 2.
ist jetzt ab nächster Woche? Genau, ab 13.10. kommt der raus. Okay, auf Blu-ray, DVD, Streaming? Streaming, genau. Genau, ganz regulär im Handel ist er dann zu sehen. Ist auch einer der wenigen Filme, die noch so in Handel kommen, muss man sagen, weil das DVD-Blu-ray-Geschäft schon fast tot ist. Und da ist das schon eine Ehre, dass sie das dann auch noch so pressen und rausbringen. Und Streaming, klar, auf den geläufigen Plattformen dann. Was heißt aber, also ist das jetzt generell, ich meine, wir haben gerade in den letzten Tagen oder Wochen gab es ja diverse Ankündigungen, Prey, Mandalorian, was weiß ich, plötzlich haut Disney und Netflix ja. Hauen wirklich Sachen wieder auf Blu-ray und DVD raus, die man eigentlich ja, ja. Nicht für möglich, oder beziehungsweise wo man halt sich gefragt hat, ob die nochmal da rauskommen. Und du sagst jetzt, naja, läuft alles nicht mehr so gut. Ist das dann halt nur eine Frage des Budgets, beziehungsweise der Größe eines Produkts, das dann auch eine Blu-ray oder DVD bekommt? Vielleicht merken sie jetzt auch, dass dieses Streaming-Angebot halt wirklich zu groß ist, zu krass ist und kommt zurück in den Handel. Weiß nicht, warum das jetzt so ist. Ich finde es auch definitiv cool, dass man Filme wie Prey auch auf Blu-ray kaufen kann. Aber klar, für diese kleinen Independent-Filme ist natürlich ein Ritterschlag, dass die überhaupt noch rauskommen, nicht nur irgendwie auf Amazon Prime für lau laufen. Ja. Ne? Dein wievielter Film ist das jetzt? Das ist jetzt mein, also neben den ganzen Kurzfilmen, wo es Hunderte sind, ist das der sechste Langfilm. Der sechste Langfilm. Genau. Verdienst du Geld mit so einem Film? Also ich habe mich mal bei Rocket Beans beworben irgendwann, weil ich Geld verdienen musste. Also nee, mit diesem Film kann man nicht wirklich Geld verdienen. Wer hat dir gesagt, dass man hier Geld verdienen kann? Ja. Nee, aber ich bin ganz normal. Das war die Hoffnung. Ja. Das war die Hoffnung. Nee, ich bin ganz normal irgendwie Social Media Kameramann, Cutter so für das täglich Brot und diese Filme, ich nenne die immer liebevoll Hobby. Weil für ein Hobby ist das ja schon wieder, sag ich mal, sehr professionell. Ja, es hat mir auch den Weg in die Profession sozusagen geebnet. Also ich bin jetzt so ohne Lehre, Studium, mit abgebrochenen Abi, habe ich mich selbstständig gemacht irgendwann nach diversen Kurzfilmen und bin dann über diese Filme irgendwann auch angestellt worden, was ich ganz cool fand. So. Das war so meine Filmschule letztendlich, dieses Filme machen. Und hast du dich bewusst, also du machst jetzt, du hast ja doch eigentlich nur Horrorfilme gemacht, oder? Genau, alles. Wir haben da deine Werke aufgereiht. Also hast du dich bewusst für einen Horrorfilm entschieden oder bist du da so reingerutscht, weil du dachtest, ey, geht immer, Horrorfilm kriegt jeder gedreht? Also ich war damals bei Dead Survivors, da war ich Anfang 20 wahrscheinlich auch erst. Da war wirklich die Idee, okay, was könnte man denn machen, was nicht so viel Geld kostet, was geil ankommt, wo Fans irgendwie da sind, so Fan wie ich halt, so Horrorfan. Pornos. das kam dann später mit Rapunzelsuche 1 auf jeden Fall. was kannst du machen, ohne viel Kohle zu haben? Da war halt dieser Zombie-Film, mach doch so einen Zombie-Film mit Freunden und Familie, immer an Wochenenden. Da haben wir ein Jahr lang gedreht. Ich habe dann irgendwie auch Stuntmen aus Babelsberg engagieren können, die sich da irgendwie anbrennen lassen haben und so. Das wurde immer größer. 2010 kam der Trailer ins Internet und irgendwann kam einer und hat gesagt, damit kommen wir doch Geld verdient, komm, ich bring den jetzt raus, ich produziere den professionell sozusagen. Und dann ist er auf DVD erschienen. Erster Film. Und jetzt mit Rapunzel 2, wie läuft das ab? Also ich habe dann irgendwann, also Iron Wolf war auch so ein, es war Iron Sky. Iron Sky Rip-Off. Wie gesagt, ich war echt jung, ne? Da hat einer gesagt, brauchte kein Geld. Nee, ja, das stimmt. Da hat wirklich einer gesagt, ey, guck mal, David, wir haben hier irgendwie 3000 Euro, lass doch mal einen Film machen, ja komm. Für 3000 Euro hast du hingedreht? Ja. Weil ich habe bei letzter Woche gar kein Geld, das haben wir nur so am Wochenende irgendwie gedreht. Cool, 3000 Euro, da können wir irgendwie, weiß nicht, kann das Team was essen. Ja, aber das Equipment, wo kam das, also alles irgendwie, also klar, Equipment irgendwie eigenes und so, das sind ja kleinere Kameras gewesen und so weiter, aber da, bei Iron Wolf haben wir auch so eine riesengroße Weltkriegsszene, wo so Nazis und Russen, die haben gegeneinander gekämpft, wir haben irgendwie so ein billiges Werwolfskostüm und das waren dann teilweise Reenactment-Leute irgendwie aus Sachsen, die dann zu uns gefahren sind in den Ort und somit konnte man halt durch Kontakte, durch nett Fragen, durch Organisieren den Film sehr groß machen. Letztendlich hat er trotzdem nur 3000 Euro gekostet und das merkt man den Film auch an, definitiv. und dann Paranormal Demons war so ein Start-Next-Projekt, Found Footage, auf 8000 Euro gesammelt, dann in Berlin in so einem alten, in so Heilstätten, so ein Geister-Slasher-Film gedreht.
Und der kam auch in den USA dann raus. Dead Survivor ist der erste, der Zombie-Film ist auch in Japan rausgekommen. Also sie sind schon international, sind die öfters irgendwie mal erschienen und rausgekommen und so weiter. Thailand, was weiß ich, überall kamen die. Aber hast du dann letztendlich doch damit verdient? Ja, nee, andere halt. Und das ist das Problem. Also andere haben damit Geld verdient, nicht wir. Also du kriegst quasi so eine feste Regisseur-Gage, oder was? Also die ersten Filme waren wirklich, da kam nicht viel beim Team an. Also es ist halt divers. Ich will jetzt und immer großartig. Keine exakten Zahlen. Aber es ist nicht so, dass wir dann am Ende irgendwie Kohle hatten für den nächsten Film. Man musste wirklich immer wieder von neu starten. Okay. Nachdem ich aber drei so eine Filme gemacht habe und den Paranormal Demons halt mit Crowdfunding, kam dann tatsächlich mal so ein Studio auf mich zu, oder ich konnte auf das Studio zugehen, und die haben dann so eine kleinere fünfstellige Summe geboten, und dadurch, dass ich es halt gewohnt bin, mit gar kein Geld zu arbeiten, hat gesagt, das Paradies. Cool, machen wir mal so einen Rapunzels-Fluchfilm. Und deswegen glaube ich, kommt auch immer die Steigerung von Film zu Film, weil man halt so sieht, okay, die geben sich Mühe, das Team arbeitet cool zusammen und die Bilder werden krasser, die Schauspieler werden ein bisschen bekannter und die Filme werden immer ein bisschen besser so. Ey, und das finde ich das wirklich erstaunlich. Ich meine, ich habe Dead Survivors nicht komplett gesehen, aber mal reingeguckt, und Iron Werewolf habe ich auch mal reingeguckt. Dann habe ich jetzt aber halt Rapunzels Fluch 1 gesehen, ich habe Der Wolf gesehen, ja, und ich habe Rapunzels Fluch 2 gesehen. Und ich finde echt, also Rapunzels Fluch 2 ist bislang dein inszenatorisch bester Film. Oh. Danke. Ja, also wo du beim ersten Rapunzelfluch, wir hatten drüber gesprochen, ja, ne, wo du diese geile Flurverfolgungsjagd hattest, wo ich gesagt habe, warum schneidest du denn nicht früher weg? Ja, du siehst ja jetzt ja noch diese Bewegung, die halt überhaupt nicht mehr irgendwie da reinpasst, ja, so, oder so ein paar andere Kleinigkeiten so, ne? Und davon habe ich jetzt bei Rapunzelfluch jetzt nicht mehr in der Auffälligkeit irgendwelche Dinge wahrgenommen. Ja, es gibt ein paar schöne Shots. Ich weiß, habt ihr ihn jetzt gesehen? Natürlich. Ja. Ich habe genau die drei gesehen von dir, ja, die du auch gesehen hast. Also Rapunzels Fluch 1, 2, ja, und natürlich habe ich Der Wolf gesehen. Ja, klar. Ist doch logisch. Ich habe mich direkt. Alter, die Connection. Ich komme jetzt erst auf die Connection. Ja, ja, und allein am Anfang von Rapunzels Fluch 2, wenn dieser YouTuber da durch den Wald rennt, so, und das waren coole Shots. Ja. Ja. Und das ist dann, man muss halt wirklich sagen, auch so ein bisschen Friedkin-Style, der sagt ja auch, dass er nur ein Take nimmt, so, ne, der hatte gerade, weiß nicht, ob er keine Zeit hat oder sowas, aber wir haben ja wirklich kein Geld und keine Zeit. Wir müssen ein Take machen und wir müssen halt an eine Location kommen und dann uns überlegen, ey, wie könnte man das denn jetzt machen und so weiter. Und da kommt bestimmt auch so ein bisschen so aus dem Bauch raus, kommen da viele Sachen jetzt. Und das sichert einen auch so ein bisschen ab. Man hat das ja schon mal, die Scheiße hat man ja schon fünfmal gemacht, so, ne, zwei Wochen so ein Dreh durchgeballert. Und irgendwann hast du so ein Gefühl fürs Sehen, so. Man muss dazu aber sagen, das Team wird auch immer professioneller, immer größer. Die brauchen auch immer länger, was auch wieder so ein Problem ist, weil die natürlich Sachen auch von Lichter und Technik ranbringen, was dann so ein bisschen wieder mit meiner Arbeitsweise kollidiert, weil ich eher so bin, okay, wir machen das so, und die, nee, da müssen wir jetzt ein Licht da komplett nochmal dahin bauen und was weiß ich. Man muss halt auch sagen, Rapunzels Fluch 2, wir hatten vielleicht 15 Leute im Team, so, die allein für Technik. Was hat der jetzt gekostet, Rapunzel 2? Das ist immer für, also 25.000 hatten wir für die letzten drei Filme jeweils. Ja, gut, das wäre ja mein Tagessatz. Ja, ist schwierig. Kann man einmal Catering bezahlen für Kino Plus? Also ich würde vielleicht runtergehen. Rapunzel 3 würde ich auf im Tagessatz runtergehen, aber. Ne, du, ne, Schröck, ich habe euch im ersten eingeladen. Das kannst du jetzt nicht bringen, wir waren eingeladen. Ja, aber da war noch ein No-Name. Also bei Rapunzel 3 würde ich, wenn ich das, wenn mir das Skript gefällt. Also ihr beide hattet keine Zeit, familiäre Verpflichtungen, aber dafür haben wir dann Trashpack und Davis Schulz bekommen. Hat ja, auch ist ganz nicht, gut geklappt. Gut, aber ist ja nicht das Gleiche. Ich muss sagen, ich fand damals, wie hieß die, Frau Schwan? Ja, die ist ja in Hollywood, in Hollywood, die ist jetzt oder in New York. Ja? Schreibt mir eine Sexszene rein, ich komme. Ja, die hatte. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr das sehen, Leute? Die hatte, glaube ich, der enttäuschende Blick. Alter. Also, da sollst du wirklich an deine Karriere denken. Ne? Also, willst du, dass Leute deine Filme gucken oder soll es das hier gewesen sein? Denkst du den Horrorfilm? Nee, genau, Sophie Swan, die ist ja nach Rapunzels Fluch 1. Die hat auch saucool abgeliefert, ist auch eine Theaterschauspielerin. Ich bin aus Sachsen, sie ist auch aus Leipzig. Und direkt nach dem Film ist sie irgendwie nach New York gegangen, an die Filmschule, und ist jetzt mit Hollywood-Stars befreundet. Und ich denke mir so, ich bin auch mit Hollywood-Stars befreundet. Sophie, komm mal bitte zurück zu einem meiner Filme, bitte. Das wäre doch cool. Lee Strasberg, kennst du? Ich glaube, da ist die sogar auf dem. Ja, die Lee Strasberg-Schule. Ja, ja. Da bin ich, als ich in New York war, vorbeigelaufen.
Habe ich auch schon mal auf Google Maps gesehen. Ja. War ziemlich geil. Ja. Und wie ist es? Du inszenierst, aber du schreibst nicht, ne? Jemand schreibt die Drehbücher. Also ein paar habe ich so rumgeschrieben. Ich habe jetzt bei den, also ich habe schon so eine Kunststory, ne? Also man ist ja Produzent, man ist Regisseur, man muss ja überlegen, was haben wir an Geld, was haben wir an Möglichkeiten und was können wir machen. Und dann gebe ich halt so einen Rahmen irgendwie. Ich will dieses Geschwisterpaar irgendwie jetzt erzählen im neuen Teil. Vielleicht noch so eine Side-Story mit so einem Kommissar, damit es nicht so langweilig wird. Wie alt ist der Kommissar? Ganz alter Mann. Ganz. Aber der war cool. Würde gehen, aber sehr cooler. Den fand ich cool. Den könntest du spielen. War der beste Schauspieler, ja. Das war wirklich der beste. JJ auch aus Hollywood rübergekommen. Der hat wirklich 50 Jahre lang dort gelebt, hat diese ganze Hollywood, also in den 70ern hat er das alles schon miterlebt und ist jetzt zurückgekommen nach Deutschland und hat dann für uns eine kleine Rolle gespielt. Das hat er echt ganz gut gemacht. Den fand ich auch gut. Ey, beste Szene war, wenn er am Krankenbett von dem Bruder steht und sich so ganz langsam die Kippenschachtel öffnet, die Zigarette, und irgendwann guckt der Arzt so rüber und so, ja, okay. Das ist halt so eine Sache, die dann halt vor Ort passiert, ne, weil ich dann auch so guck, der ist halt auch nicht mehr so lustig wie jetzt Rapunzel Spur 1, der war schon sehr witzig und locker irgendwie, der zweite ist schon ein bisschen ernst gemeinter, aber mit dem Kommissar habe ich gerade versucht, halt auch ein bisschen was Lockeres zu inszenieren. Ja. Also wir haben, nachdem wir jetzt Rapunzels Fluch 2 gesehen haben, haben festgestellt, du solltest mal eine Komödie probieren. Ja. Also vom Timing her waren da ein paar schöne Momente dabei. Vielleicht einfach mal checken. Irgendwie vielleicht was Kurzes oder so. Eine Aneinanderreihung von ein paar, weiß nicht, lustigen Situationskomiken oder so mit Leuten wie diesem JJ, diesem Oberhauptkommissar. Ja. Könnte das meiner Ansicht nach echt ganz gut funktionieren. So. Ja. Ich muss halt sagen, ich habe halt rein erzählerisch, beziehungsweise was die Geschichte mir vermitteln möchte, ich bin am Ende ein bisschen in Straucheln geraten. Also ich hab's nicht verstanden, warum Rapunzel, also wir reden ja von diesem Dämon Rapunzel, warum er oder sie diesen Weg geht, den sie geht, denn das hätte meiner Ansicht nach, für so wie es am Ende ausgespielt wird, alles viel, viel schneller sein können. Und dein Film geht schon nicht lang. Ja. Letztendlich auch, also es sind viele Sachen, die auch beim Dreh dann rausgeflogen sind aus dem Drehbuch, weil einfach keine Zeit mehr war, das zu machen. Die hätte es sich leicht machen können, aber ich fand es halt ganz, ganz cool, dass sie halt so, kann man das, darf ich das spoilen? Nein, das nicht. Nee, guckt euch den mal an, aber sie kann ja nicht einfach aufstehen und irgendwo ins Wohnzimmer gehen und sagen, ey, ich mach dich jetzt tot. So, das kann sie, die Kraft hat es halt nicht mehr. So, und deswegen müssen wir uns ein bisschen was umdenken, wie die da hinkommt. Aber das hat mir der Film nicht wirklich erzählt. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Director's Cut, der geht 3,5 Stunden und der erklärt alles. Ich hab's den ja schon mitgeschnitten. Ah, okay, okay. Was war am schwierigsten zu realisieren? Am schwierigsten, oder letztendlich das Team zu motivieren. Dadurch, dass wir halt so lange Drehtage haben, so wirklich so 18 Stunden Drehtage, ganz wenig Leute und das jeden Tag und es gibt, und irgendwann haben sie gemeutert, so, da hatten sie keine Lust, haben gesagt, bevor du jetzt mit uns diese Feuerwehrszene im Intro drehst, kommst du erstmal hierher und redest mit uns, okay? Dann haben wir uns alle wieder gut verstanden nach einem guten Gespräch, sag ich mal. Und da fand ich halt geil, dass die dann alle zusammengehalten haben, niemand ist gegangen, egal wie angepisst die waren oder wie auch immer, oder wie hart das war. Und wir dann halt diese Feuerwehrszene umgesetzt haben, die auch im Trailer zu sehen ist. Und wie cool das war, weil das letztendlich auch 5 One-Shots waren. Also wir haben 5-mal diesen Weg da gemacht und es sind ja auch ganz viele verschiedene Sachen, die im Film immer mal wieder auftauchen, diese Unfallszene mit der Feuerwehr. Und das fand ich halt geil, wie das Team zusammengearbeitet hat und an das Projekt geglaubt hat. Egal, wie stressig es war. Du hast jetzt mehrmals schon so die Zeitprobleme genannt, aber da das ja ein independent von dir produziertes Ding ist, wer gibt dir denn den Zeitdruck? Ja, letztendlich das Geld, weil, also klar, die wird ja trotzdem Hotel bezahlt und es gibt Catering und so weiter. Und du musst halt dann wirklich knallhart überlegen, ob du jetzt 3 Wochen das oder finanzieren kannst oder 2 Wochen. Und dann lieber 2 Wochen. Nee, aber du musst ja die Leute auch bezahlen, ne? Ja, aber jeder Tag kostet Geld. Auch aber das Teuerste war aber auch... Aber die sind doch nicht 3 Wochen am Set, du brauchst die dann nur für bestimmte Szenen, oder... Nee, das Team, also du brauchst dich schon alle, klar, Schauspieler, die sind da mal ein bisschen weniger da, aber das Kernteam, die sind ja immer da und rödeln da rum. Während wir was drehen, sind andere schon und bereiten wieder was vor und so weiter. Und der teuerste Dreh war letztendlich ein Nachdreh in Berlin. Dieses ganze Finale haben wir halt nochmal in Berlin in so einem Keller gedreht. Und das war sauteuer, weil du nochmal das gesamte Equipment mieten musstest. Du musstest die Leute nach Berlin fahren, vor Ort dann Hotel bezahlen. Und das war, da merkst du halt wieder, dass, dann geht's halt ans Private. Aber wo habt ihr den
Wo habt ihr Rapunzel? Das ist doch wieder in diesem kleinen Kaff da. Alter, Remse. Also ich in meinem Heimatort haben wir es gedreht, in Remse, in Sachsen. Hatten wir jetzt auch die fette Weltpremiere. Bewusst in einer Turnhalle, war wie so ein großes Dorffest mit 200 Leuten. Es war richtig, richtig geil. Und genau, aber den Nachdreh, ich hab da ja noch in Berlin gelebt und das Team oder ein paar Leute sind aus Berlin, der Creature-Designer zum Beispiel. In seinem Keller haben wir es dann auch gedreht. Und deswegen mussten wir das in Berlin dann nochmal nachdrehen. Ach so, okay. Also, sie hatten den längeren Weg nach Sachsen. Ich wollte gerade fragen, ob es in Remse keinen Keller gab, in dem man es hätte drehen können. Doch, gab's. Da haben wir genug. Aber wenn du jetzt einen Geldgeber hättest, irgendeinen Produzenten, ja. Das wäre doch gut. Wie sieht es mit Rocket Beans aus? Also die knallhart investigativen Fragen, die kommen heute von Eddie. Ja, das der Mann hat sich vorbereitet, man merkt schon. Das ist ja die große Herausforderung, die man hat, jetzt jemanden zu finden, der an die Filme glaubt, an die Ideen glaubt. Das ist ein bisschen Helge Schneider. Und auch mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um sowas umzusetzen. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen gerantet über die Filmförderung, weil die mag solche Filme nicht. Ich bin auch schon zu denen gegangen, hab gesagt, guck mal, ich habe hier irgendwie einen coolen Film und das haben wir schon irgendwie eingespielt oder so waren die Zuschauerzahlen, das interessiert die nicht, ne? Die machen lieber dann so Til Schweiger-Comedy oder irgendwas. Aber das finde ich so erstaunlich, weil eigentlich müsste doch irgendjemand, der über solche Budgettöpfe verfügt und so ein bisschen Ahnung vom Filmbusiness hat, man sieht es auch immer wieder, wir haben auch am Anfang drüber gesprochen, du drehst einmal einen erfolgreichen Horrorfilm, der nahezu kein Budget hat, aber wenn alles gut läuft, hast du einen weltweiten Mega-Hit und alle werden reich mit einem Film. Ja. Also gibt's da niemanden, der denkt, ja, okay, aber vielleicht sollten wir da dranbleiben. Warum kommt nicht irgendwann mal die deutsche Horrorsensation? Wir stoßen uns alle gesund. Ja, ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dahin. Also das Ziel ist natürlich, einen Film zu machen, der mal noch eine Null hinten dran hängt an das Budget und man wirklich mal so eine unique Story, wo das Drehbuch auch schon, wo man das ab dem Drehbuch schon freier irgendwie agieren kann, größer denken kann, weil das natürlich auch immer sehr klein gedacht ist, die Storylines. Und das wäre ein großer Wunsch auf jeden Fall. Also, wenn da draußen jemand ist und uns unterstützen will, unser kleines Team, kommt bitte auf mich zu. Benjamin Munz, komm mal her. Ich habe hier ein paar Filme. Benjamin Munz ist unter anderem der Produzent von dem Blood Red Sky oder von dem Blood Red Sky, der Vampirfilm in den im Flugzeug auf Netflix. X-Faktor haben sie jetzt Aber jetzt nur mal eine Frage. Du hattest gesagt, da ist jemand oder kam jemand und hat halt zum Beispiel Filme nach Japan und so weiter verkauft. Mhm. Haben die jetzt kein Interesse mehr daran, die Filme auch nochmal, also die neuen Sachen zu nehmen, um sie halt in andere Länder zu verkaufen? Genau, also die älteren Filme, die sind ein bisschen rumgegangen und also bei Dead Survivors gab es noch mal ein bisschen Geld auf jeden Fall. Aber ich rede dann von 2000 Euro oder sowas. Die neueren Filme, gerade die letzten drei, der Verleih kein Interesse, die international zu bringen. Der weiß halt, okay, das Budget ist es, das kriegt er wieder rein, in die Märkte wird's verkauft. Aber da ist jetzt zum Beispiel mein großer Plan, nach Cannes zu fahren nächstes Jahr. Ich nehme meine Filme mit, gehe nach Cannes, mach dann ein paar Connections irgendwie mit Produzenten. Ist auf den Market. Genau, auf den Market. Was dir in Cannes fehlt, ist natürlich ein Star. Ja. Von internationalen Ansehen. An wen hast du da gedacht? Ich hab nur Angst, dass ihr wieder lacht, weil ich würde mich da sehen. Wenn du was sagst, gibt's garantiert nichts zu lachen. Keine Angst. Nee, aber halt wirklich auch so ein bisschen den Markt von unten aufzumischen dann. Ey, pass auf, und wenn du gerade schon gesagt hast, wenn irgendjemand Kohle hat, kommt mal auf mich zu und so. Probier doch mal zu pitchen, was wäre dein Traumprojekt, dein Traumfilm. Oh jetzt Gott, jetzt hast du es. Oh Gott! Naja, klar. Schau mal vor, ich bin jetzt derjenige mit dem dicken Geld, sag. Jetzt will ich aber auch was hören. Ich hab keine Story im Kopf, aber mein großer... Nein, keine genaue Story. Nee, aber mein großer Wunsch wäre, und das bedeutet halt, man braucht viel Geld, ist letztendlich ein Sci-Fi-Horrorfilm, weil ich das selber großer Fan bin von Filmen wie Alien oder auch The Thing, ist ja irgendwie auch Sci-Fi. Sowas würde ich halt saugern machen. Mit Practical Effects, nichts mit CGI-Kram oder sowas. Und irgendwas in die Richtung. Also ein bisschen Body Horror auch. Ja, doch, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Effekte intensiv, aber schön handgemacht. Genau, Creature Feature handgemacht mit Puppen, die da irgendwie beißen. Also und ähnlich wie hier dieses Kollektiv, das The Void und sowas gemacht hat. Ja, auch cool. Ja. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich noch, also sowas wie The Void wäre ja noch stemmbar. Man muss ja nicht direkt von Aliens reden, ne? Ja, okay, aber da hast du auch schon, also das ist auch sehr effektlastig am Ende. Ja. Was hat denn Evil Dead 1 gekostet? 60.000 oder so? Die haben ja immer den Vorteil, die drehen halt in Englisch, ne? Und sind in Amerika, wir drehen es halt in Deutsch. So, und yo, what's up?
Und dann ist es halt schwierig, dann rauszukommen damit. Also du merkst, du hast hier auf jeden Fall jemanden, der Interesse hat in einem deiner nächsten Filme. Also Rapunzels Fluch 3, vielleicht gibt es hier noch eine Sexszene, ich schreibe sie für dich gern rein. Was ist mit der Wolf 2? Die Story ist ja auch noch nicht auserzählt. Ja stimmt, der Wolf 2 müsste ja auch noch. Also da hab ich Bock drauf. Muss noch jemand die Maske aufsetzen. Mit Wolf und dem Rapper der Wolf. Alter, ohne Scheiß. Und irgendein Wolf, lebt Wolf Mahn noch? Wolf Mahn holen wir auch noch. Oder Wolf Schneider von der Journalistenschule. Aber, wie kriegen wir das hin, dass du erfolgreich werdest und ich Schauspieler? Also ihr seid, und da muss ich mich ja auch mal bedanken, ihr seid ja ein großer Teil davon, so kleine Independent-Projekte zu promoten. Also gerade Schröck, der ist ja schon seit 2015 ist ja irgendwie dabei und zeigt hier irgendwie Dead Survivors in die Kamera und so weiter. Deswegen vielen, vielen Dank auch im Namen aller Indie-Filmer, dass du schön unterstützt. So. Ja, vielleicht kommt da mal was bei rum irgendwann. Ich kann ja auch mal ein paar Ideen pitchen. Also ich glaube, diese Sendung ist auf jeden Fall ein Stepping Stone. Ihr wart Zeuge, ja. Ja, genau. Ja, ihr wart Zeuge. Hier fing alles an. Ja, genau. Hier fing alles an. Wo muss man ja anfangen. Aber wir müssen jetzt leider auch zum Ende kommen. Oh. Oh. Gerade als es so nett war. Aber trotzdem, ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Also schaut mal rein ab dem, was hast du gesagt, 10. oder? 13.10. Und wenn ihr ganz schnell seid, könnt ihr, schreibt mich mal bei Instagram an, dann kriegt er die Blu-ray schon die Woche geschickt. Ja, ne, ich weiß nicht, hast du eine Möglichkeit, irgendwie ein paar zu verlosen oder so? Unter welcher kann man dich am besten dann? Gibt hier Instagram Ghost Pictures, ich heiße überall Ghost Pictures, dann haut mich mal an und dann kriegt er den Film. Geil. Und du wolltest dich auch so viele Kohle verdienen. Ja, komm, hier. Nee, ja, Moment, du wolltest ja schon eine Menge hierher mitbringen und dann sind sie Blu-rays verschicken bis bald. Ja, klar, mach mal. Nein, die ersten 10 werden verschickt und dann der Rest wird bezahlt. Ein paar berühmte Leute haben ja sogar schon die Filme. M. Night Shyamalan habe ich ihm schon mal einen Film gegeben. Und das war's. Das ist der Twist, geil. Aber, besser als Shyamalan. Weißt du, was er geschafft hat? Er hat bei der Pressekonferenz von Indie 5 hat er es geschafft, noch mal kurz an Harrison Ford ranzukommen und hat ihm den Gral in die Hand gedrückt und Harrison Ford hat auf seinem Gral unterschrieben. Ja. Du hast den Heiligen Gral? Jetzt ja. Ich hab auch nicht gedacht, dass er in Sachsen steht. Ja. Aber er hatte wirklich so den Becher aus dem Film und da hat Harrison da sein Auto drauf gesetzt. Da war ich ein bisschen neidisch, als ich das kurz danach gesehen habe. War eine geile Zeit in Berlin, macht sau viel Spaß. Bin jetzt umgezogen wieder nach Sachsen, aber ein gutes 10 Jahre auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht. Ja, war auch eine gute Show, Freunde. Vielen, vielen Dank. War sie? Ja, war sie. Gut. Ja, du musst doch jetzt auch. Ich muss. Ja. Los. Dinge. Ich habe übrigens, ohne Scheiß, euch beide möchte ich übrigens bald in meinem Podcast haben. Ich habe euch auch beide angeschrieben. Ihr seid beide, ihr seid beide so Spezialisten, was zurückmelden. Ist auch noch ein Podcast. Okay. Moment, ja, was mit dir, Eddie? Hast du mich gerade Arschloch genannt? Du weißt. Ich habe doch jetzt schon zugesagt. Ich möchte auch euch beide in meinem Podcast. Das ist schon vom halben Jahr. Welchen? Aber nur dich und dich. Okay. Alle anderen anwesend. Nee, aber das war tatsächlich einer der Gründe, warum ich hier bin. Nicht nur, weil ich Exorzist Beginning, nein, Believer, den Exorzisten gesehen habe, sondern weil ich wusste, dass du auch da bist. Und voll cool. Ja, ich habe dich sogar angeschrieben und gesagt, Wolf, ich bin da, kommst du? Ja, und da bin ich schon. Ja. Gut, dann vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Und für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.